Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie herzlich zum Webinar über Ergänzungsleistungen. Wir haben abgemacht, dass ich anfange mit Schweizerdeutsch zu sprechen. Wenn jemand von Ihnen, der jetzt zuhört, Schweizerdeutsch nicht versteht, dienen Sie bitte per Chat sich melden, dann würde ich umstellen auf Hochdeutsch. Der Vortrag heute geht vom 7. bis am 9. 9. sind wir fertig. Wir machen zwischendrin etwa am 8. kurz 5 Minuten Pause, weil wir haben ja auch eine Gebärdendolmetscherin hier, dass wir ganz schnell ein Glas Wasser trinken können und so weiter. An dem oben sind zwei Frauen von ProCap Grischun am PC und die in ihre Chatfragen entgegennehmen und soweit möglich mir weiterleiten. Das ist Frau Patrut, und Frau Arquint, wo in der Sur selber Regionalleiterin ist. Wenn wir nicht alle Fragen können beantworten können, möchte ich mich bereits jetzt entschuldigen. Das ist meistens bei so einem Webinar gar nicht möglich. Sie können dann aber die Fragen, wir werden die nicht einfach löschen, wir werden schauen, dass wir die Fragen entweder noch beantworten, soweit sie wichtig sind. Wenn Sie differenzierte Fragen haben, wichtige Fragen haben, dann bitte ich Sie sowieso, melden Sie sich in der Beratungsstelle in Chur für eine Beratung. ProCap macht ja Beratungen rund um Ergänzungsleistungen. Jetzt zum Thema Reform von den Ergänzungsleistungen. Das Ergänzungsleistungsgesetz ist vor genau 31 Tagen am 1. Januar 2021 in Kraft getreten und bringt doch einige Änderungen. Leider sind viele von diesen Änderungen eher Verschlechterungen und nur ein paar wenige Punkte gehen unserer Meinung nach in die richtige Richtung. Jetzt ganz kurz, was ändert denn sonst noch? Wie? Geht es nicht? Folie? Präsentation. Muss ich hier runter, oder? Ah, jetzt, okay. Genau, ja. Entschuldigung. Kleine technische Pannen am Anfang, dann haben wir die schon hinter uns. Was ändert generell über die Ergänzungsleistungen aus? Wir haben die IV-Revision, die läuft. Im Moment läuft gerade die Vernehmlassung zur Verordnung über die Invalidenversicherung. Und die IV-Revision tritt am nächsten 1. Januar, nämlich 1. Januar 2022, in Kraft. Die Ergänzungsleistungen, die ja, wie gesagt, seit 31 Tagen in Kraft sind, wo jetzt das Thema ist. Und dann haben wir ein Gesetz, das weniger bekannt ist, das Bundesgesetz über die Angehörigenpflege, das ebenfalls auf 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, mit Teilbereich und am 1. Juli 2021 weitere Bereiche in Kraft treten. Dort vor allem der sogenannte Betreuungsurlaub für Eltern von behinderten Kindern. Dann haben wir laufende Anpassungen im Assistenzbeitragsbereich. Wir haben Kreisschreibenveränderungen, Bundesgerichtspraxis und so weiter. Die Sozialversicherung ist ein grosses Gesetzeswerk. Wir haben weit über 10'000 Bestimmungen. Und wenn so ein grosses Gesetz wie die Ergänzungsleistungen angepasst wird, gibt es immer einen ganzen Rattenschwanz von zusätzlichen Anpassungen. Jetzt die EL-Revision. Was bietet ProCap? ProCap, wir haben eine Broschüre, die wir erstellt haben, letztes Jahr, die jetzt einerseits auf der Homepage bei uns ist, die man herunterladen kann oder kann als Büchlein bei uns bestellen für 5 Franken oder 2 Franken, wenn man Mitglied ist und plus Versandkosten natürlich. In dieser Broschüre stehen die wichtigsten Sachen über die Änderung. Im Moment sind wir gerade da, die Broschüre zu überarbeiten, auch in der gedruckten Version. Wir haben dort im Moment einfach ein Einlageblatt drin, wie gewisse Grenzwerte geändert haben. Und die Broschüre haben wir im letzten August rausgegeben. Dann haben wir eine Telefon-Hotline, die wir ursprünglich haben wollen machen bis Ende Jahr, vom letzten Oktober bis Dezember. Und wie die relativ oft benutzt worden ist, haben wir die verlängert. Immer am Dienstag oder am Donnerstag Nachmittag 2 bis 4. Telefonnummern sehen Sie hier einblendet, 062 206 88 00. Stehen wir im Rechtsdienst von ProCap Schweiz in Olten telefonisch zur Verfügung. Für Fragen, die Hotline ist gratis, die Hotline ist für alle Interessierten. Menschen mit Behinderung,
Menschen im AV-Alter, interessierte Menschen, Angehörige, Fachleute, ist völlig egal. Wir geben Ihnen eine Antwort. Dann haben wir ein kleines Erklärvideo auf unserer Homepage aufgeschaltet, von etwa 8 Minuten, wo auch gewisse Sachen von der EL erklärt. Dann haben wir im Oktober eine Radiosendung mit dem Radio DRS Espresso und wahrscheinlich nächste Woche, diese oder nächste Woche, kommt noch mal eine Folgesendung am Morgen, am 10.08 Uhr, ich weiß aber noch nicht genau wann, wo ebenfalls noch mal die wichtigsten Fragen aus dieser Hotline erklärt und die ist wichtig, weil die hat sehr viel ausgelöst. Und dann haben wir natürlich die sogenannte normale Beratung in den Beratungsstellen in der ganzen Schweiz und wenn die Beratung schwieriger ist, der Rechtsdienst in Olten, der dann die Fälle übernimmt. Wenn Sie jetzt zuhören und Sie sind selber Bezüger oder Bezügerin von Ergänzungsleistungen, dann haben Sie vielleicht bereits in diesen Tagen die sogenannte Vergleichsverfügung bekommen. Alle, die EL-Bezüger sind, haben eine Berechnung bekommen nach altem Recht und nach neuem Recht. Das sollte eigentlich, wenn die Ausgleichskassen rechtzeitig sind, eigentlich schon über die Bühne gegangen sein. Wenn Sie dort Fragen haben, wäre das jetzt auch etwas, wo Sie dürfen der Hotline anrufen oder wo Sie in eine Beratung kommen. Kommen Sie da lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wie ein normaler, durchschnittlicher Mensch kann die zwei Vergleichsverfügungen eigentlich nicht wirklich beurteilen. Wichtigste Neuerungen ganz zusammengefasst, schnell am Anfang. Bei der Ergänzungsleistung, wir haben bei Ergänzungsleistungsbezügen, die Kinder haben, die unter 11 sind, eine Verschlechterung. Also es gibt eine Kürzung vom Lebensbedarf. Ich komme später noch darauf zurück. Es gibt aber neu Möglichkeit, externe Kinderbetreuungskosten geltend zu machen. Also der Ergänzungsleistungsbezüger hat ein Kind, das in seiner EL-Berechnung drin ist, hat ein Kind, das muss betreut werden extern. Das kann er dann, die Kosten kann man unter gewissen Voraussetzungen neu geltend machen. Dann Erhöhung von der Mietzinsmaxima. Das war eine ganz wichtige politische Forderung. Die Mietzins sind in den letzten 20 Jahren nicht angepasst worden. Das hat dazu geführt, dass sich Menschen mit Behinderung, vor allem in den Ballungszentren, wo die Mieten teurer sind, eine Wohnung eigentlich nicht mehr können leisten mit dem Geld, das zur Verfügung ist, sondern sie haben das müssen, aus dem sogenannten Lebensbedarf finanzieren. Das ist eigentlich etwas Unsinniges vom Gesetz her. Das ist jetzt angepasst worden, indem wir jetzt maximal aufgehen. Das hat Vor- und Nachteile, ich komme dort auch noch detailliert drauf. Dann Erhöhung Rollstuhlzuschlag von 300 auf 500 Franken pro Monat. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, kriegt jetzt mehr Geld an eine Wohnung an. Was auch sehr wichtig ist, wir Rollstuhlfahrer brauchen eine moderne Wohnung mit breiten Türzagen, mit einem Lift, mit einer Dusche, die rollstuhlzugänglich ist. Und das sind Wohnungen, die teurer sind. Und darum braucht es dort auch einen Rollstuhlzuschlag. Neu ist ebenfalls, dass nicht mehr die kantonale Durchschnittsprämie in der Krankenkasse angerechnet wird, sondern nur noch die effektive Prämie. Das hat ganz, ganz viele Fragen in unserer Telefonhotline ausgelöst von Leuten, die sagen, das kann doch nicht sein, warum ist jetzt das so? Geht aber gleichzeitig, komme ich am Schluss auch noch drauf, eine sogenannte Übergangszeit von 3 Jahren, eine Übergangsfrist, wo man, wenn man besser durchkommt mit der alten EL-Berechnung, kriegt man die alte, höhere EL-Berechnung maximal für 3 Jahre weiter. Hat dann in 3 Jahren natürlich dann unter Umständen das Problem. Bei den Einnahmen ist die Vermögensanrechnung geändert. Es gibt diverse neue Grenzwerte, wo man in die EL kommt. Es gibt mehr schwierige Vermögensverschiebungen. Es gibt ganz viele Vermögensverschiebungen. Das war der zweite Punkt, der in der Hotline immer kommt. Ich gebe mein Häuschen meinen Kindern, ich verschenke es, ich verkaufe es zur Hälfte vom Preis. Das gibt in aller Regel dann Problem, wenn man später selber als Schenker in eine Ehe kommt, dann wird einem das nämlich angerechnet. Da komme ich auch noch drauf zurück. Und dann gibt es etwas wirklich Neues, das ist die übermäßige Vermögensanrechnung wegen Vermögensverbrauch. Das ist komplett neu. Man darf heute nicht zu viel Vermögen in einer relativ kurzen Frist verbrauchen, sonst wird einem das
eh auch angerechnet. Und das gilt zum Beispiel bei AV-Rentnern 10 Jahre zurück. Und das führt doch zu einer relativ einschränkenden Lebenskontrolle, wo ich persönlich eher schwierig finde. Meines Erachtens eine unnötige Bestimmung, wie man bis jetzt nach bisherigem Recht Vermögensverschleuderungen hat man schon jetzt können, eigentlich gesetzlich gut im Griff haben. Aber wir leben in einer Demokratie, es ist ein Gesetz, es ist im Parlament durchgekommen, wir haben kein Referendum gemacht und dann ist das so. Dann Anrechnung Erwerbseinkommen, Ehegatten ändert, das ist eher etwas Kleines, da komme ich dann auch noch darauf zurück. Und dann gibt es noch weitere Punkte, Senkung EL-Mindesthöhe, das ist nicht so eine wahnsinnige Sache, das betrifft nicht wahnsinnig viele Leute. Rückerstattung aus dem Nachlass, das hat eine Riesenwelle geworfen, auch in der Hotline. Jetzt muss man Geld zurückgeben, darf ich jetzt überhaupt EL beziehen? Man muss sich zurückgeben, das ist weniger schlimm, als es tönt. Da komme ich auch darauf zurück. Und etwas Gutes, Weiterführung, BVG-Versicherung, also nach dem 58. Altersjahr, wenn man nach dem 58. Altersjahr eine Kündigung bekommt, also als Frau 6 Jahre, als Mann 7 Jahre vor der Pensionierung, kann man seine eigene Pensionskassenversicherung weiterführen und hat dann eine Altersrente zu gut. Bis jetzt hat man eine Freizügigkeitsleistung bekommen und das ist Kapital. Und jetzt kann man sich den Rentenanspruch weiter versichern lassen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Bisher ist das nur gegangen mit Verhandlung mit der Pensionskasse. Jetzt kommen wir in die Ergänzungsleistung berechnen. Ich habe Ihnen hier 2 Rechnungen gemacht. Jetzt gehe ich schnell eins vor. Hier sehen Sie Ergänzungsleistung altrechtlich und nachher gerade Ergänzungsleistung neurechtlich. Das sind jetzt die 2 Verfügungen, wo Menschen mit Behinderung, die Ergänzungsleistungsbezüger sind, jetzt in diesen Tagen bekommen. Nämlich die Rechnung nach altem Recht und die Rechnung nach neuem Recht. Und nur muss hier zurück. Und die bessere von diesen beiden Berechnungen gilt. Jetzt gehen wir hier schnell durch. Sie sehen bei der altrechtlichen Berechnung, also das ist das alte Recht bis 31.12. mit den Ansätzen dort, wo es einen Teuerungsausgleich gibt. Also allgemein Lebensbedarf sehen Sie 19.610. Ich gehe jetzt schnell auf die nächste Folie. Hier sehen Sie, auch neurechtlich ist das 19.610. Da gibt es gar keine Änderung. Bruttomietzins, da könnte es theoretisch eine Änderung geben. Altrechtlich hat man 13.200 Franken oder 1.100 pro Monat an Miete können abrechnen. Neu ist der Betrag höher. Allerdings kommt es darauf an, wo man wohnt. Das schauen wir dann auch speziell an. Hier sehen Sie jetzt, der Bruttomietzins ist neurechtlich. Beispiel Stadt Chur, wo sogenannte Mietzinsregion 2 ist, 15.900 Franken, also doch ein bisschen mehr. Die Person in dieser Rechnung hat jetzt aber eine Bruttomiete von 10.600 Franken und darum spielt das keine Rolle. Ich gehe nochmal zurück ins Altrechtliche. Entschuldigung, da hat man den gleichen Betrag. Krankenkassenprämie, altrechtlich, Kanton Graubünden, Stadt Chur hat man 5.292 Franken Durchschnittsprämie vom Kanton, das ist eine Durchschnittsprämie, die man auf einer Liste nachschauen kann. Und neu sehen Sie 5.100. Hier ist jetzt eine Änderung. Die Person hat effektiv nur 5.100 Franken Krankenkassenprämie. Letztes Jahr hat sie immer 5.292 können abrechnen. Jetzt nur 5.100, also 192 Franken weniger pro Jahr. Kann man sagen, das ist jetzt nicht so viel Geld, aber das ist eine Verschlechterung. Wenn man jetzt zusammenzählt, die Ausgaben, nochmal altrechtlich 35.502 Franken und neurechtlich 35.310. Sie sehen also, man hat mit dem neuen Recht hier ein bisschen höhere Ausgaben. Dann bei den Einnahmen. Tiefere, nicht höhere, Entschuldigung, falsch. Bei den Einnahmen haben wir die Rente, 1593, die, jetzt gehe ich wieder führen, die ist immer noch die gleiche, 1593, das ist in beiden Vergleichsrechnungen der gleiche Betrag. Dann Einkommen, 3000, und kann hier gerade weitermachen, Vermögensertrag, 550 und Vermögensverzehr, 1500, das ist hier auch gleich. Das heisst, auf der Einnahmeseite hat die Person die gleichen
Einnahmen 24.166. Jetzt hat die Person effektiv nach neuem Recht 11.144 Franken Ergänzungsleistung zu gut. Und nach altem Recht hat sie 11.336 Franken. Und das heisst, die Person kriegt jetzt maximal 3 Jahre lang den höheren Betrag, also nach altem Recht. Das tut man nächstes Jahr wieder überprüfen, übernächstes Jahr nochmal. Und Ende 23 ist mit dieser Vergleichsrechnung fertig. Das sind jetzt Fragen, die viel kommen. Jetzt kriege ich ja weniger. Da muss man sagen, spielt keine Rolle, weil wenn sie weniger haben, kriegen sie noch den höheren Betrag vom letzten Jahr. Das ist etwas, wo mehr Fachleute relativ schnell sind. Das ist jetzt natürlich sehr ein einfaches Beispiel. Es gibt viel kompliziertere Berechnungen, die auch noch andere Sachen ändern. Und da muss man immer nachrechnen, stimmt es? Und der höhere Betrag, wie gesagt, gilt. Ich bleibe jetzt schnell auf dieser Folie neurechtlich. Beim Einkommen sehen Sie hier, die Person hat 5'500 Franken Einkommen. Davon wird 1'000 Franken Freibetrag abgezogen. Dann hat man noch 4'500 Einkommen. Und von diesen 4'500 wird 2/3 angerechnet. Das war im Parlament lang umstritten. Und man wollte eigentlich das Privileg abschaffen, was meines Erachtens sehr schade gewesen wäre. Wenn man heute noch verdienen kann, neben einer Ergänzungsleistung, kriegt man, die Person hat jetzt 2'500 Franken, die sie zusätzlich zur EL noch hat, wo sie sich etwas leisten kann. Also es ist ein Anreiz, dass man arbeiten. Und es wäre völlig falsch gewesen, wenn man den Anreiz gestrichen hat und es überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, ob man arbeiten. Da sind wir sehr froh, dass das geblieben ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Vermögensertrag, das sind Zinsen. Wäre jetzt heute, gerade in unserer heutigen Zinslage, eben meistens sehr viel weniger Zinsen natürlich. Und der Vermögensverzehr, das ist etwas Wichtiges. Das gibt es schon lange. Wenn man ein Vermögen hat, das über 30'000 ist, ist es jetzt ab Januar von diesem Jahr, früher war das 37'500, dann gibt es einen anteilsmässigen Vermögensverzehr. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt bei den Ergänzungsleistungen. Wenn man zu viel Vermögen hat, muss man zuerst das Vermögen brauchen, bis man voll in die EL kommt. Das ist wie die Ergänzungsleistung, ist eine sogenannte subsidiäre Versicherung, die nur dann zahlt, wenn man sich selber das nicht leisten kann. Man kriegt zwar einen Anteil, aber es wird gekürzt. Was neu dazukommt, das sage ich noch einmal, ist eine neue Grenzbestimmung. Wenn man mehr als 100'000 Franken Vermögen hat, kommt man gar nicht mehr in die EL rein. Das ist neu. Für Ehepaare ist das bei 200'000. Komme aber nachher gerade noch drauf. Jetzt, wenn man nicht daheim wohnt, sondern im Heim, sieht die Rechnung ähnlich aus. Oben haben Sie statt dem Lebensbedarf, den Sie hier noch gesehen haben, die 19.610, hat man oben jetzt Heimtaxen. Und das ist etwas Wichtiges, wenn man in der Schweiz wohnt, eine IV-Rente hat oder eine AV-Rente hat, mit dem nicht leben kann, vielleicht noch eine kleine Pensionskassenrente hat und es reicht nicht, dann wird man über DL finanziert, ob man daheim ist oder im Heim. Und im Heim sind natürlich die Kosten viel, viel teurer. Und dann nimmt man die Heimtaxen, die kantonal vereinbart ist, wo man zahlt bekommt. Das gibt immer dann sehr viel höhere Beträge. Dann hat man persönliche Auslagen, die sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Ich bin jetzt nicht einmal ganz sicher, ob das die Auslagen sind vom Kanton Graubünden. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die vom Kanton Bern. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Wo man, wenn man daheim wohnt, hat man 19'000 Franken zum Leben und da kriegt man noch zwischen 4'000 und 6'000 je nach Kanton, also sehr viel weniger. Wie man davon ausgeht, wenn man in einem Heim wohnt, dann braucht man nicht mehr so viele zusätzliche Auslagen. Ist ein bisschen gemein, wie wenn man in einem Heim wohnt, hat man die gleichen Möglichkeiten, nur in die Ferien zu gehen. Aber praktisch gesehen ist es tatsächlich so, wenn man einmal in einem Heim ist, braucht man effektiv für das Leben außerhalb vom Heim deutlich weniger Geld. Dann der AV-Beitrag, wenn man wo einem gezahlt wird, da würde theoretisch, ich gehe noch mal eine Folie zurück, da sehen Sie, wenn man daheim wohnt, steht da kein AV-Beitrag, da würde auch dort gezahlt, aber die Person hat ja ein Einkommen von 5'500 und zahlt dort schon AV. Darum wird nicht noch ein AV-Beitrag eingerechnet. Da wird der AV-Beitrag, der ist immer zwischen 480 und 500 Franken, da muss man zahlen an der AV, bis man im AV-Alter ist und da kriegt man zurück.
Krankenkassenprämie ist das Gleiche. Da ist jetzt ein anderer Betrag. Da ist nur noch die effektive Prämie, wenn die tiefer ist als die Durchschnittsprämie. Das gibt da fast 60'000 Franken Ausgaben. Bei den Einnahmen haben wir genau die gleichen Einnahmen wie daheim. Nur die zweite Linie ist neu, Hilflosenentschädigung. Wenn man eine Hilflosenentschädigung hat, selbstverständlich, die wird, wenn man im Heim ist, als Einnahme gerechnet. Mein Heim macht ja dann die ganzen Hilfeleistungen für jemanden, der Hilflosigkeit hat. Während, wenn man daheim ist, kriegt man das und braucht das Geld, um jemanden zu zahlen, der einem hilft. Da macht das Heim und darum wird das, sobald man im Heim ist, bei den Einnahmen angerechnet. Wenn ich nochmal zurückgehe, da sehen Sie keine Hilflosenentschädigung, die hat man also auch zusätzlich. Das ist die EL-Berechnung. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen möchte, die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich, die Krankenkassenprämie wird direkt ausgezahlt an die Krankenkasse und nicht im Versicherten. Das war sehr eine gute Lösung, wie im früheren EL-Recht bis vor etwa 10 Jahren ist die Krankenkassenprämie an die Versicherten ausgezahlt worden. Und wir haben eine relativ grosse Anzahl von sogenannten Prämienausständen gehabt, also Leute, die den Prämien trotzdem nicht gezahlt haben. Und so ist das direkt immer erledigt. Das reduziert natürlich dann die Nettoauszahlung von der EL entsprechend. Jetzt komme ich zu den einzelnen Punkten, die ich vorher schon erwähnt habe. Wo ich immer schwarz ist, sind die alten Zahlen. Und wenn es rot ist, heisst das, das sind die neuen Zahlen am 1. Januar. Hier geht es jetzt um den Lebensbedarf, wenn man daheim wohnt. Das ist 19'450 Franken und da sehe ich jetzt gerade einen Fehler. Ich möchte das korrigieren. Wenn ich hier zurückblättere, sehen Sie, es ist 19'610. Und das ist immer so, wenn man Folien muss ändern auf das neue Jahr. Ich habe es hier vergessen. Also 19'610 ist es jetzt. Bei den Ehepaaren ist es dann auch ein paar Franken mehr. Das ist der Betrag, wenn man daheim wohnt, den man zur Verfügung bekommt von der EL für das Essen kaufen, für Freizeitverhalten, für alles, was nicht Miete und Krankenkasse ist, zum Leben. 19'000, das sind knapp 1'500 Franken, das ist nicht ein riesen Betrag, den man zur Verfügung hat. Hier sehen Sie altrechtlich, Kinder hat man für das erste und zweite Kind je 10'000 bekommen, für das dritte und vierte Kind 6'780 und für jedes weitere Kind 3'390. Also auch wenn man 10 Kinder hatte, das gibt es selten, aber das gibt es, hat man für jedes Kind die 3'390 bekommen. Das hätte dazu können führen, dass es Familien gegeben hat, die 70'000 Franken EL bezogen haben. Wo alle aufgeschraubt haben, das ist ja wahnsinnig viel. Aber man muss dann natürlich auch rechnen, wenn man 10 Kinder hat, dann sitzen an jedem Mittagessen, Nachtessen, Morgenessen 12 Leute am Tisch, die Hunger haben, dann ist das auch teuer. Das hat man geändert. Entschuldigung, ich habe ja unten die richtigen Zahlen angeschrieben. Die 19'610 und bei mir war 29'415. Jetzt, was ist neu hier? Neu ist bei den Kindern, dass man aufteilt. Man macht es eigentlich sehr viel komplizierter. Man kriegt für das erste und zweite Kind pro Monat 840 Franken noch. Hier sehen Sie, hat man 10'170 Franken. Durch 12 gibt 840 Franken bis Ende letztes Jahr. Jetzt schaut man, ist das Kind über oder unter 11 Jahren, also der 11. Geburtstag ist massgebend. Wenn Kinder unter 11 Jahren sind, kriegen sie nicht mehr 840 Franken, sondern 590 das erste Kind. Und nachher, jedes Kind, das nachher kommt, kriegt ein Sechstel weniger. Und dann ist, wenn ich richtig rechne, beim siebten Kind, beim siebten Kind ist dann fertig. Also die Degression, es gibt sehr viel weniger Leistungen. Das hat man politisch gemacht, wie man gesagt hat, Kinder unter 11 Jahren sind werden mit diesen 840 Franken zu hoch eingeschätzt. Dann profitieren Ergänzungsleistungsbezüger gegenüber Familien mit gesunden Kindern, gegenüber Familien, die nicht EL-Bezüger sind. Und darum hat man das runtergenommen. Wenn Kinder über 11 sind, geht das wieder rauf auf die alte Regelung. Also ab dem 11. Geburtstag kriegt das Kind dann wieder 840 Franken. Das
ist kompliziert. Es gibt zwei verschiedene Berechnungen. Man muss immer, wenn man sich anmeldet, muss man schauen, wie alt sind die Kinder. Wann wechselt das? Und wie es vielleicht negative Folgen gab, wenn man ein behindertes Kind hat, wenn man Pech hat, dass man als Ergänzungsleistungsbezüger auch noch ein Kind mit Behinderung hat, dann kann man zusätzlich jetzt neu notwendige und ausgewiesene familienexterne Betreuungskosten geltend machen. Das könnte ganz teure Sache sein, wenn ein Kind in eine Kita muss, eine Kindertagesstätte, wo für schwerbehinderte Kinder einfach als Beispiel etwa 400 Franken kostet pro Tag. Also wenn Sie das mal 20 Tage rechnen, wo das Kind in der Kita ist, kostet das 8'000 Franken pro Monat. Welche Familie aus dem Mittelstand kann 8'000 Franken, oder welche Ergänzungsleistungsfamilie, wenn ich so will, sage, kann 8'000 Franken zahlen für die Kita, dann müsste man das Kind aus dieser Kita rausnehmen. Das Kind müsste daheim sein. Und das im Zeitalter, wo wir von Inklusion reden und von Integration, ist das Katastrophe. Von dem her sehr wichtig, dass man die familienexterne Betreuung in bestimmten Fällen kann geltend machen. Wie weit das in der Praxis denn funktioniert, wissen wir noch nicht. Ich habe jetzt einen Fall auf dem Tisch, seit am Mittwoch von der letzten Woche, wo ich so etwas werde anmelden werde. Wir haben noch keine Praxis, wir müssen das probieren, was möglich ist. Dann Mietzins. Mietzins, sehen Sie hier die altrechtliche Regelung. Erstens einmal, man dürfte nur den effektiven Bruttomietzins abrechnen, inklusive Neben- und Heizkosten. Das ist ja so gelaufen, dass wenn man die Neben- und Heizkosten im monatlichen Mietbetrag drin hatte, ist sie gezahlt worden bis zur Maximalgrenze. Wenn man die Mietnebenkosten und Heizkosten einmal pro Jahr zusätzlich zahlen musste, hat sie die nicht gezahlt. Das war so ein Detail, das bleibt grundsätzlich. Aber das jetzt ändern. Bis jetzt hat man, wie gesagt, 13'200 Franken maximal bekommen für Miete durch 12 gibt 1'100 Franken pro Monat. Jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, Sie wohnen in der Stadt Zürich. Wenn man dort unbedingt wohnen will, kann man ja, oder? Sie wohnen in der Stadt Zürich, Entschuldigung. Und müssen für 1'100 Franken eine Wohnung suchen, eine Zweizimmerwohnung oder eine Dreizimmerwohnung. Das wird sehr, sehr schwierig. Es gibt sicher so Wohnungen, aber da muss man grosses Glück haben. Im Kanton Nidwald ist jetzt vielleicht falsch, irgendjemand in einem Kanton, in einem ländlichen Kanton, in einem ländlichen Gebiet ist das eher möglich. Bei Mietzinsen sind sehr unterschiedlich. In der Stadt Genf zahlen sie ebenfalls hohe Mietzinsen und es hat in der ganzen Schweiz den gleichen Mietzinsansatz gegeben. Da kommt dann das neue Recht, was ich dann noch erkläre. Mit verschiedenen Mietzinsregionen tut man hier dem Rechnung tragen, dass die, die in einer Agglomeration wohnen, mehr Mietzinsbetrag bekommen von der EL, als die, die auf dem Land wohnen. Das ist an sich vom sozialen Gedanken her absolut gerecht. Ehepaar, sehen Sie, haben nach altem Recht 15'000 bekommen, also 1'800 Franken mehr pro Jahr. Ein Ehepaar braucht nicht wahnsinnig viel mehr Platz. In der Regel schlafen die im gleichen Schlafzimmer, haben eine Stube und wenn sie keine Kinder haben, denkt theoretisch eine Zwei- oder eine Dreizimmerwohnung. Und dann sind die Kosten nicht doppelt so hoch, wie es zwei Personen sind. Anders wäre es natürlich, wenn zwei Menschen, die nicht im gleichen Schlafzimmer wohnen, miteinander wohnen. Also die klassische Wohngemeinschaft. Dort haben beide Wohngemeinschaftsteilnehmer können den Maximalbetrag verlangen, wenn sie zusammen gewohnt haben und jeder hat eine eigene EL-Berechnung hat. Dort gibt es eine deutliche Änderung nach unten für Wohngemeinschaften. Da komme ich dann noch drauf. Rollstuhlgängige Wohnung hat man 3'600 Franken zusätzlich bekommen oder 300 Franken pro Monat. Das war sehr wenig. Ich habe schon gesagt, einleitend, eine rollstuhlgängige Wohnung ist ein Neubau in der Regel oder ein neuerer Bau, der in der Regel von Mietzins deutlich teurer ist. Und die 300 Franken haben häufig nicht gelangt. Und wenn man dann als Rollstuhlfahrer in der Agglomeration vielleicht noch eine Stelle hat, war man unter Umständen gezwungen, aufs Land zu wohnen, dass man sich das hätte leisten können. Und gleichzeitig wissen Sie vielleicht auch, dass der öffentliche Verkehr müsste ja eigentlich schon lange, seit 2018, ursprünglich vollkommen behindertengerecht sein. Man hat das verlängert
auf 2024. Man wird das wahrscheinlich nochmal verlängern, wie der öffentliche Verkehr noch nicht durchgehend behindertengerecht ausgestaltet ist. Wenn dann der Rollstuhlfahrer Pech hat und an einem Ort wohnt, wo der Bahnhof halt noch nicht umgebaut ist, die Perrons noch nicht angepasst sind, es keinen Lift hat, einen Steg hat, eine steile Rampe, dann wohnt er zwar günstig und kann sich die Miete leisten über DL, aber kommt nicht mehr ins Geschäft. Wir haben immer noch so Situationen in der Schweiz, wo in einem reichen Land, wo wir sind, eigentlich eher unwürdig ist und schwierig ist. Da haben wir einen grossen, grossen Rückstand und hoffen, dass der Rückstand gelegentlich dann einmal aufhört. Und selbstverständlich ist, dass ein Mensch mit Behinderung sich frei bewegen kann, dort, wo es möglich ist. Manchmal ist es nicht möglich. Man kann nicht aufs Matterhorn mit einem Rollstuhl. Das versteht man auch. Aber dort, wo man wohnt, sollte man sich bewegen können, einkaufen und so weiter. Dann, Nebenkosten habe ich schon gesagt, man hat noch spezielle Heizkosten bekommen, wenn man selber heizt mit eigenem Holz und so. Das ist etwas sehr Spezielles. Wichtig ist der zweitletzte Punkt, man hat eine Mietzinsaufteilung nach Köpfen gehabt. So viele Leute, die in der Wohnung sind, auf das wird es aufgeteilt und der Mietzins maximal ist unabhängig vom Wohnort. Und jetzt neu haben wir, das ist jetzt relativ kompliziert eigentlich, wir haben eine Erhöhung von der Mietzinsmaxima. Wir haben in jedem Kanton drei Regionen, in kleineren Kantonen gibt's, kann es auch sein, dass es nur zwei Regionen gibt. Und die Mietzinsmaxima sind unterschiedlich. Also die Stadt Zürich ist Mietzinsmaxima 1, die Stadt Chur ist Mietzinsmaxima 2. Also im Graubünden gibt es keine Agglomeration, wo es so teuer ist, dass man in Mietzinsmaxima Stufe 1 kommt, ab 2 und 3. Und wird der Mietzins entsprechend nach unten angepasst in der Region 2 und 3. Komm nachher noch drauf. Kanton könnte jetzt theoretisch, das wissen wir noch nicht, sie können, das ist eine Kann-Vorschrift im Gesetz, wenn ein Kanton merkt, Menschen mit EL haben Probleme, Wohnungen zu finden, könnte die Maxima um 10% erhöhen. Wenn in einem Gesetz steht, ich bin seit über 30 Jahren bei Brockhaus, wenn in einem Gesetz steht, man kann, dann darf man davon ausgehen, sage ich jetzt als Rechtsvertreter, dass man nicht wird. Wenn man kann, dann kann man, aber man muss nicht. Das wird also eher selten der Fall sein. Viel gefährlicher erachten wir mindestens von Brockhaus. Der Kanton kann auch 10% tiefere Maxima beschließen, wenn er sieht, dass die Mietzins eigentlich reichen. Wenn sie wirklich reichen, ist das sogar okay, selbstverständlich. Müssen wir aber schauen, bis jetzt wird das noch nicht angewendet. Das ist ja auch erst 30 Tage her. Die Rollstuhlpauschale, habe ich schon gesagt, wird jetzt von 3'600 Franken auf 6'000 Franken erhöht, also von 300 auf 500 Franken pro Monat, womit auch dort eine gewisse Linderung ist, dass ein Rollstuhlfahrer eher sich eine teurere Wohnung leisten kann. Vielleicht noch ein Beispiel für Rollstuhlfahrer, wo mir auch am Anfang nicht bewusst war, als ich jünger war, bei Brockhaus, und man sagt, ja, aber Gott belohne, wieso ein Rollstuhlfahrer, der hat jetzt eine breitere Tür und einen Lift, der vielleicht schon in der Wohnung drin ist, eine rollstuhlgängige Dusche, vielleicht haben das bringt den anderen Leuten auch etwas, vielleicht ist das Haus schon so umgebaut. Er hat auch noch einen anderen Nachteil, wo man sich als Fußgänger nie bewusst ist. Ein Rollstuhlfahrer sitzt immer auf seinem Rollstuhl. Und wenn Sie jetzt sich überlegen, Sie sitzen auf einem Rollstuhl, Sie können das in Ihrer eigenen Wohnung probieren, Sie nehmen einen Stuhl, sitzen an und probieren Ihre Kleider im Kleiderschrank zu versorgen. Und Sie werden merken, dass Sie aber bei dieser Höhe fertig sind mit Versorgen, weil Sie nicht aufstehen können. Und wir Fußgänger können hier oben noch versorgen. Wir können sogar noch auf einem Stuhl stehen und einen hohen Kasten wirklich nutzen. Also ein Rollstuhlfahrer kann seine Wohnung, wenn er nicht einen gesunden Partner oder eine gesunde Partnerin hat, die laufen kann, kann er seine Wohnung nur auf etwa 1,50 Meter ausnutzen. Und oben dran kommt er nicht an. Und das bedeutet, dass er, wenn er gleich viel Möbel oder gleich viel Kleider oder gleich viel Tassen, was er immer hat, mit einem Mensch, der Fußgänger ist, er eigentlich ein Zimmer mehr braucht. Und darum ist auch wichtig, dass es den Rollstuhlzuschlag gibt. Das ist übrigens auch das Gleiche, wenn ein Rollstuhlfahrer an einem Stehapero, heute gibt es ja keine Apero wegen Corona im Moment, und wenn es ein Apero gibt, sind das häufig Stehapero und alle stehen und der Rollstuhlfahrer sitzt weit unten und hat grösste Mühe, mit den Leuten zu reden. Er hat eine relativ
eine schlechte Sicht. Und darum sollte man immer, wenn man an die Integration und die Inklusion denkt, sollte man immer, wenn man so Anlass hat, auch irgendeine Sitzgruppe hinzutun, wo das auch der Rollstuhlfahrer sich vernünftig unterhalten kann. Das ist etwas, wo man häufig ohne böse Absicht gar nicht daran denkt, dass man die eigentlich ausschließt damit. Dann kommen wir wieder zurück zu den Mietzinsmaxima. Die sind abhängig von der Wohnregion, habe ich schon gesagt, mit diesen drei Regionen, und von der Familiengröße. Da komme ich jetzt drauf. Jetzt, wie tut man das rechnen? Auch hier ist es komplizierter als im alten Recht. Im alten Recht haben wir 1100 Franken gehabt, pro Einzelperson. Jetzt muss man diese vier Schritte jedes Mal durchmachen. Nämlich zuerst schauen, wo wohne ich, in welcher Mietzinsregion bin ich. Und wenn man jetzt hier in Chur ist, also ich habe jetzt Chur genommen, muss man zuerst wissen, dass das Mietzinsregion 2 ist und nicht Mietzinsregion 1 und dann jetzt 3. Wie erst dann weiss man, welches der Höchstwert ist, der überhaupt zur Verfügung steht. Wenn man jetzt nicht weiss, wo man das nachschauen kann, kann man einerseits in unserer Broschüre schauen. In der Broschüre ist der Link drauf, wo man nachschauen auf einer Seite vom admin.ch, also von der Bundesadministration, wo man schauen kann, in welcher Mietzinsregion bin ich. Und dort sind alle Gemeinden von der Schweiz aufgeteilt und hinter dran ist eine Zahl 1, 2, 3. Dann der zweite Schritt ist einfach. Grundsätzlich, wie viele Personen wohnen in dieser Wohnung oder in diesem Haus? Und zwar sind es Personen, die regelmässig dort wohnen. Wenn man jetzt ein Kind hat, das einfach immer am Sonntag auf Besuch kommt, wohnt sie ja nicht dort. Wenn man ein Kind hat, das studiert und am Wochenende einfach bei den Eltern übernachtet und nicht mehr in der EL-Berechnung ist, dann ist das auch draussen. Es geht hier um Personen, die fix in dieser Wohnung oder in diesem Haus mitwohnen. Das ist eigentlich einfach. Sobald die Personenanzahl ändert, muss man aber wissen, dass man eine Änderung muss beantragen bei der IFA, wie dann sich die Zahlen wieder verändern. Dann muss man den monatlichen Höchstbetrag festlegen. Das hängt eben von der Mietzinsregion ab, Mietzinsregion und auf der anderen Seite, welche Personen in welcher Konstellation wohnen zusammen. Komme ich nachher gerade? Und erst dann kann man sagen, ich habe maximal 1100, 1300, 1500 Franken zu gut. Da kommt jetzt die Tabelle, wo Sie sehen, jetzt haben wir, sehen Sie erste, zweite, dritte, vierte Person, was gibt. Bei vier habe ich jetzt aufgehört. Und die einfachste Situation ist die oberste Linie bei der ersten Person. In der Region 1 ist der Maximalwert, den man pro Monat verrechnen kann, ohne Rollstuhlpauschale, 1370 Franken. In der Region 2 1325, das wäre jetzt die Stadt Chur als Beispiel. Und in der Region 3 1210. Also ich nehme an, wenn man in Dissentis oder so ist, das vielleicht, bin ich jetzt nicht sicher, wahrscheinlich schon die Region 3. Was Sie sehen, ist doch ein Unterschied von 160 Franken pro Monat, je nach Region, wenn man eine Person ist. Und als Ein-Personen-Haushalt hat man diesen Maximalbetrag. Jetzt wird es viel, viel schwieriger, wenn eine zweite Person dazukommt. Wenn eine zweite Person dazukommt, kriegt man, jetzt kommt die Reihe, wo oben steht, Familie. Wenn es ein Ehepaar ist, kriegen sie 1620 zusammen. Nicht 1370, sondern 1620. Also nicht das Doppelte, sondern etwa 15-20% mehr als der Betrag für eine alleinstehende Person. In der Region 2 ist es dann 1575, in der Region 3 1460. Wenn man noch ein Kind hat, dritte Person, erhöht sich das auf 1800 in der Region 1 und auf 1960 mit dem zweiten Kind. Wenn man ein drittes Kind hat, also ein 5-Personen-Haushalt, in der Familie gibt es immer 1960. Also dort wird man eingeschränkt. Und je mehr Kinder natürlich in dieser Wohnung leben, desto teurer muss die Wohnung sein, dass alle Platz haben. Und da setzt jetzt die Ergänzungsleistung eine Regel grundsätzlich. Jetzt gibt es etwas, wo anders ist als früher. Ich habe gesagt vorher, wenn zwei Leute zusammen wohnen, nehmen Sie jetzt als Beispiel die 66-jährige Mutter
und die 40-jährige Tochter und die wohnen zusammen in einer Wohnung oder in einem Haus und haben bis jetzt, sind beide Ergänzungsleistungsbezüger, haben beide bis jetzt können die 1100 Franken oder 2200 Franken abrechnen. Wie das in der ganzen Schweiz gleich war. Jetzt nehmen wir an, sie wohnen in der Prämienregion, in der Mietzinsregion 1. Die Mutter, wenn sie allein lebt, 1370 verlangen. Wenn die Tochter dazukommt, kriegen sie zusammen zweimal 810 Franken. Sobald man in einer Wohngemeinschaft wohnt, ist der Maximalbetrag pro Wohngemeinschaftsteilnehmer 810 Franken. Also, das geht runter. Statt 2200 kriegen sie noch 1620. Die haben jetzt Glück, wie man eine Übergangsfrist und in der Übergangsfrist, wenn nach altem Recht mit diesen 2200, kann jetzt die Mutter mit ihrer Tochter 3 Jahre lang noch wohnen und 2200 verlangen. Und am 1.1.24 kriegen sie noch 1620 Franken, also 580 Franken weniger. Und jetzt müssen sie schauen, geht das? Können wir das anderweitig finanzieren, mit aus dem Lebensbedarf, was auch immer? Oder wohnen wir jede allein? Dann kriegt jede die 1370 in der Region 1. Was machen wir? Also das ist eine Verschlechterung für viele Leute, die jetzt schon in einer Wohngemeinschaft leben, die hier schlechter bedient sind. Ganz ursprünglich im EL-Gesetz war das noch viel dramatischer gewesen. Es war zusammengebrochen, die zweite, dritte, vierte Person hätte noch ganz wenige 100 Franken bekommen. Und das hat man effektiv, das ist einem durch die Lappen im Parlament, das hat man gar nicht gemerkt, die Wohngemeinschaften, wie die jetzt nach dem neuen System sollen gerechnet werden. Und man hat dann geschafft, im Bundesgesetz über die Angehörigenpflege, das ich auf der allerersten Folie schnell erwähnt habe, dass man dort hat können reinnehmen, dass Wohngemeinschaftsteilnehmer, also Leute, die zusammenleben, ohne dass sie geheiratet sind, mindestens die 810 Franken haben. Ist eine vertretbare Lösung, aber es bringt für viele Leute Probleme. Umgekehrt heisst das aber auch, nehmen wir jetzt an, 5 Menschen mit Behinderung, Jüngere, sagen, wir wollen eine WG gründen, dann haben sie 5 mal 8 4'000 Franken, die sie zu 5 für eine Wohnung brauchen können. Aber 5, die zusammen in einer WG wohnen, brauchen eigentlich eine 5-Zimmer-Wohnung oder wenn sie noch eine Stube wollen, eine 6-Zimmer-Wohnung. Und je nachdem, wo das ist, lenkt das vielleicht, dass 4'000 Franken ist, dann doch, dort haben sie eine Möglichkeit, etwas zu machen. Aber es ist eine Verschlechterung und wir werden auf 1.1.24 mit grosser Wahrscheinlichkeit Situationen haben, wo schwierig werden. Auch Leute, die seit Jahren zusammenleben, die jetzt sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Wir wollen aber zusammenleben. Man hat in der Schweiz das Recht, so zu leben, an dem Ort, wo man will. Und jetzt wird es nicht mehr finanziert. Wir haben auch sehr viele Fragen in der Hotline gehabt. Und vom Gesetz her sagt man, ihr habt jetzt einfach 3 Jahre Zeit, eure Wohnsituation zu überprüfen. Aber eigentlich ist es eine Idiotie, wenn man, oder Idiotie ist vielleicht ein bisschen scharf gesagt, es ist schade, wenn man einerseits politisch sagt, man will natürlich die Freiheit, dass man wohnen kann, wo man will. Wir wollen eine Integration, wir wollen, dass die Leute rausgehen, wenn die Leute zusammen wohnen, wo ihnen das wahrscheinlich auch gut tut. Und gleichzeitig tut das Gesetz etwas gestalten, das dem widerspricht. Ich gehe aber davon aus, dass der Gesetzgeber, der das gemacht hat, dem gar nicht bewusst war, was hier jetzt für Wohngemeinschaften passiert. Und bin auch noch nicht sicher, ob man nicht eine vernünftige Lösung finden auf 1.1.24, dass man das vielleicht abschwächt, die Situation. Wenn man dann merkt, wie viele Fälle davon betroffen sind. Es ist immer auch schwierig, muss ich sagen, zugunsten des Gesetzgebers oder wenn man in einem Büro muss eine neue Lösung finden muss, einen Vorschlag muss machen und nicht genau weiss, wer das alles betrifft. Sondern, muss man sagen, in der direkten Demokratie in der Schweiz haben wir ein Parlament. Und dort wird natürlich gestritten, um jede Gesetzesvorlage wird gestritten. Wir haben verschiedene politische Ansichten. Und bei der Ergänzungsleistung war auch ein grosser Druck gewesen, politisch, die Kosten zu dämpfen. Bei der Ergänzungsleistung ist ein Gesetz, das in den letzten Jahren eine maximale Kostensteigerung hatte. Warum ist die Kostensteigerung entstanden? Ich möchte das trotzdem sagen. Die Kostensteigerung ist entstanden, wie man
mehr Leute sind in der Schweiz. Wir haben heute über 8 Millionen Einwohner in der Schweiz. Als ich in der Schule war, haben wir noch 6 Millionen gehabt. Das ist also deutlich mehr. Also logischerweise haben wir auch mehr Leute, die Leistungen beziehen. Wir haben aber auch mehr Leute, die AV-Prämien zahlen. Wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird, dank der Medizin. Und wir haben damit mehr Kosten, vor allem auch im Alter, die DL bezieht. Ein letzter Satz noch. Im Ergänzungsleistungsbereich 48%, also fast die Hälfte von allen IV-Rentner, beziehen Ergänzungsleistungen, wie sie ohne Ergänzungsleistungen ihren Lebensunterhalt nicht könnten bestreiten. Was zeigt, dass die Invalidenversicherung so schmal aufgestellt ist in den Rentenfragen, wenn die Hälfte dass die Leistungen brauchen. Also wir haben ein Mengenwachstum und jetzt hat man das probiert einzuschränken. Und das führt natürlich logischerweise, wenn man einschränkt, muss man irgendwann Einsparungen reinholen. Das wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Hier einfach, wenn Sie Fragen haben zu Ihrer Mietzinssituation, wenn Sie jetzt die Vergleichsrechnung bekommen haben, wenn Sie Fragen haben und sagen, was heisst jetzt das? Ich möchte Wohnform ändern, ich wohne jetzt in einer Familie, möchte in einer Wohngemeinschaft, wie soll ich mich verhalten? Kommen Sie in eine Beratung oder rufen Sie auf der Hotline an, dann können wir das individuell anschauen. Jetzt ist gerade etwas, ist eine Frage, oder nicht? Okay. Also. Das tue ich hier überspringen. Komm zu den Krankenkassenprämien. Bei den Krankenkassenprämien haben wir heute die Regelung, die kantonale bzw. regionale Durchschnittsprämie wird bezahlt, egal wie viel Krankenkassenbeiträge man konkret muss zahlen. Das hat vielfach dazu geführt, dass die Durchschnittsprämie höher ist, zum Teil deutlich höher als die effektive Prämie. Dann hat DL der Krankenkasse Durchschnittsprämien ausgezahlt. Die Krankenkasse wiederum hat dem Versicherten die effektive Prämien abgezogen. Und dann ist ein Betrag übrig geblieben, wo die Krankenkasse zu viel bekommen hat. Und die hat sie müssen im Versicherten auszahlen. Und das hat zu eigentlich ungewollten Situation geführt, dass man zwar seine Prämie zahlt bekommt von der EL, aber von der Krankenkasse noch Geld zurückbekommt. Also, dass man noch einen Gewinn macht mit seiner Krankenkassensituation. Das ist eine ungewollte Gesetzesregelung und das hat man dann korrigieren. Also, jetzt kommt eine Frage. Jetzt muss ich schnell zurück. Es ist eine Frage gestellt worden im Chat, wird die Rollstuhlpauschale auch für Leute mit einer starken Gehbehinderung berücksichtigt. Also die Rollstuhlpauschale setzt voraus, wie es sagt, dass man einen Rollstuhl muss haben. Also wenn man im Rollstuhl ist und einen Rollstuhl hat, von der IV zahlt, oder einen Rollstuhl hat, der auch die IV nicht zahlt, aus versicherungstechnischen Gründen, aber man sitzt im Rollstuhl, dann kriegt man die Pauschale. Wenn man nur in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich eine Gehbehinderung hat, reicht das nicht wie dann, wenn man eine Gehbehinderung hat, kann man ja noch laufen. Wenn man nicht laufen kann, ist man im Rollstuhl. Wenn man keinen Rollstuhl hat, dann kann man theoretisch noch laufen. Und darum hat der Gesetzgeber dort gibt's keine Möglichkeit, dass man das abziehen kann. Also das ist leider so. Gut, dann bin ich bei der Krankenkassenprämie wieder. Man hat relativ schnell gesagt im Parlament, es kann nicht sein, dass man noch Gewinn macht mit der Sozialversicherung, eben Prämien ist gezahlt und man kriegt noch etwas zurück, das muss man sofort ändern. Und hat natürlich dann an sich richtigerweise das Privileg per 1.1.2021 abgeschafft. Selbstverständlich ist es so, wenn etwas umgekehrt ungerecht ist, also wenn es eine Personengruppe gibt, die schlechter wegkommt, dann braucht man immer viel länger, bis man korrigiert. Also bis man die Rollstuhlpauschale und Mietzinsmaxima angepasst hat im Gesetz, ist es mehrere Jahre gegangen, bei etwas, das zugunsten von einem EL-Bezüger ist, geht das natürlich sehr viel schneller gesetzlich. Neu wird jetzt eben nur noch die effektive Prämie gezahlt
höchstens aber der kantonale Durchschnittsprämie. Es gibt auch Fälle, wo die effektive Prämie höher sein könnte als die Durchschnittsprämie. Dann kriegt man nur Durchschnittsprämie. Das ist das oberste Limit. Aber wenn die effektive Prämie tiefer ist, kriegt man die effektive Prämie. Und da ist wichtig, die effektive Prämie, das ist immer die Grundprämie nach KVG. Also wenn man noch eine Zusatzversicherung hat, die muss man selber zahlen aus dem Lebensbedarf, aus anderen Bereichen. Und das ist auch etwas, wo man vielleicht eine Beratung braucht. Wenn man Zusatzversicherungen hat, sollte man einmal grundsätzlich überprüfen, brauche ich die überhaupt? Es gibt Menschen mit Behinderung, die brauchen ihre Zusatzversicherung, weil sie spezifische Leistungen versichert haben, die sie regelmässig brauchen. Dann sollte man auf keinen Fall kündigen. Aber es gibt auch unsinnige Zusatzversicherungen. Und die könnte man kündigen. Also zum Beispiel, man hat eine Zahnversicherung. DL zahlt über Krankenkassenkosten Reparaturen an den Zähnen, die werden gezahlt. Dann braucht man bei der Krankenkasse keine Zahnversicherung mehr. Wenn man aber eine allgemeine Abteilung ganze Schweiz versichert hat für Spitalaufenthalt, dann braucht man das, wie man vielleicht in einem anderen Kanton ins Spital möchte, wie dort der Spezialist ist, wie man eine seltene Krankheit hat zum Beispiel. Dann sollte man auf keinen Fall die Zusatzversicherung auflösen. Das ist etwas, was wir immer wieder, jetzt nicht im Rahmen von der Revision, aber im Rahmen von der Beratung merken, dass Leute, wenn die Krankenkassenprämie, wenn man die Krankenkasse wechseln kann, das ist ja einerseits im März auf Juni mit 3 Monaten Kündigungsfrist oder im November, wenn die neuen Prämien kommen, hat man bis Ende November Zeit, die Krankenkasse zu wechseln. Und es gibt leider immer wieder Leute, die dann die Krankenkasse wechseln und damit wirklich die Krankenkasse wechseln und ihr ganzes Versicherungsportfolio künden. Und bei den Neuen erst nachher merken, obligatorisch kommt man bei der Neuen rein, das ist Pflicht, aber Zusatzversicherungen werden nicht übernommen. Und dann kommt man nur wieder zurück, wenn die alte Pension, die alte Krankenkasse sagt, wir sind kulant und nehmen euch wieder. Also es gibt immer wieder Leute, die einfach wegen ein paar Franken Prämienersparung Krankenkasse wechseln. Dort empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, gehen Sie zuerst in eine Beratung, wenn Sie unsicher sind. Und lassen Sie sich bitte auch auf keinen Fall, ohne Ausnahme, bedrängen, wenn Sie irgend im Oktober eine relativ obskure Krankenkassenvermittlungstelefon bekommen. Ich bekomme das auch immer wieder. Früher, ich habe 3 Kinder, eine Frau, 3 Kinder, wir sind ein 5-Personen-Haushalt, ist froh, wenn Sie nicht zu unserer Krankenkasse wechseln, wir haben einen interessanten Familienrabatt. Ich habe immer gefragt, was ist der interessante Familienrabatt? Haben sie gesagt, nein, da kommt jemand vorbei, wir sagen Ihnen das jetzt nicht. Und der interessante Familienrabatt ist meistens einfach die Erhöhung von der Franchise auf den Maximalbetrag. Dann haben Sie eine maximale bis zu 30-prozentige gehört, also eine Beschränkung von der Prämie. Aber wenn Sie krank sind, dann zahlen Sie dafür. Sich dumm und dämlich. Bei gesunden Leuten lohnt sich eine hohe Franchise. Bei kranken Leuten lohnt sich nicht eine hohe Franchise. Da sollten Sie immer die Mindestfranchise, die 300 Franken, nehmen, was es, glaube ich, ist. Also, hören Sie, wenn Sie so einen Wechsel wollen, nicht auf so ein Telefon. Und wenn Sie bedrängt werden am Telefon, dann sagen Sie mindestens, ich überlege mir das, rufen Sie mir morgen nochmal an oder so. Man muss keinen einzigen Krankenkassenwechsel innerhalb von 10 Minuten am Telefon machen. Leider ist das nicht so. Viele Leute lassen sich überschnurren. Wenn sie Ruhe haben, sagen irgendwann ja. Könnten dann theoretisch in 7 Tagen den Vertrag rückgängig machen, wissen aber das gar nicht und haben plötzlich eine Situation, wo sie noch schlechter dastehen. Das ist das eine. Das zweite ist, bei diesen Pauschalbeträgen, die man jetzt hat, oder Durchschnittsprämie, kann man auch schauen, wenn man in eine Beratung kommt, haben sie die richtige Franchise. Ich habe Klienten, die eine Franchise haben, die viel zu teuer ist, über 1'000 Franken, und EL-Bezüger sind. Dann braucht man keine hohe Franchise mehr. Dann kann man runterfahren auf die tiefste Franchise und ist eigentlich besser bedient. Das ist der gesetzliche Wille. Und dort ist es wichtig, dass man fragen kann, wie Franchise, Selbstbehalt, Krankenkassenprämie, Wechsel, wenn darf ich, wie soll ich. Kein Mensch kommt auf die Welt und weiss das. Sondern können Sie hier fragen, das kann man meistens in einem Telefon oder in einer sehr, sehr kurzen Besprechung schon lösen. Wenn Sie einen Wechsel gemacht haben, haben Sie einen Vertrag unterschrieben. Den Vertrag, den Sie unterschrieben haben, können Sie nicht mehr rückgängig machen, ohne Kulanz von der Krankenkasse.
Gut, jetzt kommt die hier, der Vermögensverzehr. Und da würde ich jetzt schnell vorschlagen, dass wir, ich als Redner und Gebärdendolmetscherin, schnell von Ihnen, jetzt ist 6 vor, bis am 8. bis 20 oder bis 20.01, wir schnell 6 Minuten Zeit haben, unsere Stimme schon etwas zu trinken, dass Sie auch schnell können aufstehen von Ihrem PC und einen Moment Pause machen. Bis am 1 ab 8. Danke. Gut, wir wären wieder auf Sendung. 1 ab 8 für den zweiten Teil. Jetzt kommen noch zwei, drei ein bisschen schwer verdauliche Sachen. Und es ist auch möglich, dass wir vielleicht ein paar Minuten vor 9 Uhr fertig sind. Also, Vermögen. Jetzt die ganze Geschichte um Vermögen, wo zum Teil schon seit vielen Jahren gilt, aber in der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt ist. Das sind alle Fragen ums Vermögen, machen etwa 70% aus von allen Telefonen, die wir bekommen, über die Hotline, Fragen, die Leute beschäftigt, die selber Ehe haben und Vermögen haben oder Vermögen verschenkt haben, aber auch jüngere Leute, die ihre Eltern haben, die das Haus haben wollen, verschenken oder ein Haus haben in der Rechnung und so weiter und so fort. Also das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist. Jetzt gibt es den sogenannten Vermögensverzehr. Und da sehen Sie, das ist blau, Entschuldigung. Also das gilt schon seit vielen Jahren. Vom Vermögen wird der Freibetrag nicht in die Rechnung genommen. Das ist nach altem Recht bis letztes Jahr alleinstehende 37.500 Franken gewesen, Ehepaar 60.000 und Kinder, das ist relativ unwichtig, in der Praxis 15.000. Also, das heisst, wenn man nicht mehr als die Beträge hat, wir nehmen jetzt einen Alleinstehenden von 37.500 Franken, dann hat man das Geld und es wird der Zins natürlich angerechnet von diesem Geld, aber es gibt keinen sogenannten Vermögensverzehr. Sobald man mehr Vermögen hat als die 37.500 in diesem Beispiel, muss man einen Teil von dem überschießenden Betrag als Vermögensverzehr sich gefallen lassen, der kommt in die Rechnung von der Ehe als Einnahme. Und das war bei einem Menschen mit Behinderung ein 15. Beispielsweise, da komme ich nachher gerade noch drauf. Dann hat man vor, ich weiß es nicht mehr genau, 15 Jahren gefunden, Leute, die Wohneigentum haben, die sind ja immer über dieser Vermögensgrenze. Und man will in der Schweiz, die Schweiz ist ja das Land der Häuslebesitzer, will man eigentlich nicht, dass ein Häuslebesitzer a priori gerade gestraft wird, nur wenn er ein Wohneigentum hat. Und darum gibt es dort einen zusätzlichen Vermögensfreibetrag von 112.500 Franken. Das ist im Normalfall, also wenn man ein Haus hat, kann man 112.500 Franken wird einem von diesem Hauswert nicht angerechnet. 300.000 in Spezialfall, das ist, wenn ein Ehepartner im Spital, im Heim ist und einer noch daheim ist. Das ist ein Spezialfall. Jetzt neu haben wir einerseits mal eine Senkung von dem Vermögensbetrag von 37.500 auf 30.000 bei Alleinstehenden und von 60 auf 50.000. Der Vermögensbetrag von den Kindern und auch für die Liegenschaften hat man gelassen. Hier möchte ich eine Geschichte erzählen, wie das entstanden ist. Früher, etwa vor 10 Jahren, war der Vermögensfreibetrag auf 25.000 Franken gewesen. Und dann hat man da der Teuerung angepasst und von 25.000 auf 37.000 erhöht, wie man das jahrelang nicht angepasst hat. Jetzt hat man, wie es eben auch eine Sparübung ist, gefunden, das ist zu viel, und hat das wieder gesenkt, obwohl das der Vermögens- respektive der Teuerungsentwicklung widerspricht, hat man den Vermögensfreibetrag wieder auf 30.000 runtergetan. Das ist etwas, was man politisch auch von den Behindertenverbänden aber akzeptiert hat, weil das macht nicht wahnsinnig viel Geld aus, aber zeigt, dass man halt an den meisten Punkten in dieser Ehe-Reform möchte sparen und nicht ausbauen. Jetzt kommt gerade eine Frage. Die Frage ist gekommen, wie teuer die Vergütung ist für eine Holzheizung.
Jetzt muss ich eine Gegenfrage stellen. Es wäre jetzt wie in einem Beratungsgespräch. Also ich gehe schnell zurück bei der Folie. Jetzt muss ich schnell C4, Entschuldigung, hoffe, es wird Ihnen nicht schwindelig. Ich habe hier bei dem Mietzins, hier sehen Sie, Pauschale für Heizkosten, wenn selber beheizt, 840 Franken. Nach altem Recht, meines Erachtens, ist das immer noch drin in der neuen Regelung. Das ist aber nicht dann einfach, wenn man, zum Beispiel ein Waldstück hat, einen Bauernhof, und man heizt selber, man hat nicht, ist nicht in einer Miete, dann kann man das geltend machen. Wenn man jetzt einfach ein Häuslebesitzer ist, dann kriegt man als Häuslebesitzer den Eigenmietwert angerechnet. Man hat ja keinen Mietzins, dann gibt es den steuerlichen Eigenmietwert und dann hat man hier für eine Holzheizung nichts separat drin, wie das ist an sich dort schon eingerechnet. Das sind ganz spezielle Fälle. Ich nehme jetzt an, dass der Fragesteller etwas anderes meint, sonst kann er mir dann, wie es dann doch so etwas sehr detailliert ist, sonst auch die Frage nochmal schreiben und dann kann ich dann per Mail antworten. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. Hier bin ich gesehen. Also, man hat jetzt das abgesetzt auf 30'000 und das heisst jetzt, eine Person, die Ergänzungsleistungen bezieht, sollte eigentlich nicht zu viel Vermögen haben. Und je mehr Vermögen man hat, desto mehr kommt man in die Vermögensanrechnung und straft sich damit selber. Das bedeutet auch, wenn der Durchschnittsschweizer ganz wahnsinnig viel Geld anspart fürs Alter und dann einmal Ergänzungsleistungsbezüger wird, straft er sich eigentlich durch das Ansparen von Geld am Schluss selber. Eigentlich als Rotschlag, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist, sollte man nicht nur sparen. Wenn man nur spart, kommt das gut. Wenn man nie in die EL kommt, wenn man das Leben lang spart und in die EL kommt, wird man bestraft. Und der, der weniger spart, der wird belohnt. Das ist eigentlich ein falscher Anreiz. Und darum muss ich in der Beratung den Leuten sagen, es macht keinen Sinn, wenn sie aufs Alter hin alles auf die hohe Kante legen. Wie heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Alter in die Ergänzungsleistung kommt oder dass man im Alter in ein Heim kommt, wenn wir viel älter werden als früher und im Alter man halt eher mal in ein Heim muss, die ist höher. Und wenn man in ein Heim muss, dann kommt man sehr schnell, wenn man im Mittelstand lebt, kommt man sehr schnell in die Nähe von Ergänzungsleistungen. Ich rede nicht von den 10'000 sehr Reichen, die haben das Problem selbstverständlich nicht. Jetzt neu gibt es das ganz etwas Wichtiges, eine neue Vermögensschwelle. Das hat es bis jetzt nicht gegeben, darum ist es auch rot. Personen mit einem Vermögen über 100'000, wenn es Ehepaar sind, 200'000, Kinder 50'000, das ist aber auch hier nicht wichtig, kommen gar nicht mehr in die EL. Also wenn sich jetzt der Herr Huber am 1. Januar angemeldet hat und er hat am 1. Januar 100'000 Franken und 25 Rappen, dann kommt er nicht in die EL. Ich schaue gerade nachher. Ich muss den Satz noch fertig sagen. Es ist gerade wieder eine Frage gekommen. Es kann nicht zwei Sachen miteinander. 100'000 Franken, 25 ab am 1. Januar. Wenn er am 1. Februar, das schaut man jetzt jedes Jahr an, auf 99'999 Franken, 75 ist, also der 50er weniger, dann kommt er in die EL. Mit einer Vermögensanrechnung, wenn er ja mehr als 30'000 Franken hat. Und das heisst jetzt neu, dass man, früher hat man immer einmal im Jahr geschaut, nämlich Anfang Jahr, wie viel Vermögen hat man. Man hat so viel Vermögen können haben, wie man wollte. Es ist einfach angerechnet worden. Und aber eine gewisse Vermögenshöhe ist man mit dem Vermögensverzehr, hat man so viele Einnahmen gehabt, dass man gar keine EL bekommen hat. Aber mit 100'000 kommt man eigentlich je nachdem noch in die EL rein, auch mit dem Vermögensverzehr. Heute muss man jeden Monat das anschauen. Das ist für einen betroffenen Mensch schwierig. Wenn man jetzt 1 Million hat, muss man ja nicht schauen, dann ist man so viel drüber. Aber wenn man knapp über 100'000 ist, man muss ja Geld brauchen zum Leben. Man muss Krankenkasse zahlen, muss Miete zahlen, muss Essen kaufen. Und dann kommt man relativ schnell, wahrscheinlich unter die 100'000. Und sobald man am 1. von einem Monat unter 100'000 ist, kann man das wieder anmelden. Das wird natürlich eine Mehrarbeit geben in den Ausgleichskassen. Es gibt auch nicht jetzt Hunderttausende von Leuten, die genau um den Grenzwert herum Vermögen haben. Das muss man auch sagen. Die meisten EL-Bezüger sind deutlich unter dem Vermögenswert.
Wichtig ist, dass jetzt vor allem auch für Fachleute, dass ein Beistand, Berufsbeistand, Privatbeistand, die haben aus dem ZGB, im Erwachsenenschutzrecht, eine Haftung, eine Staatshaftung. Wenn sie einen Fehler machen, haftet der Staat. Das ist versichert über Haftpflichtversicherungen. Und die müssen jetzt schnallen, wie man würde sagen in der Schweiz, die müssen schnallen, wenn sie die Anmeldung machen. Wenn sie die Anmeldung einen Monat oder zwei Monate spät machen und das ist eine Person, die im Heim ist und das gibt 5'000 EL pro Monat, sehe ich nichts mehr auf dem Bildschirm. Dann ist... dann wäre das schlecht. Also das gibt eine neue Kontrolle für Beraterinnen und Berater von Leuten, die knapp um die 100'000 ein bisschen drüber sind, dass man das monatlich anschauen muss. Eine gute Sache ist, dass das ist der zweite Satz, der hier steht, selbstbewohnte Liegenschaften werden nicht berücksichtigt. Also, wenn man noch in einem Häuschen wohnen kann, dann darf man bleiben und es wird nicht angerechnet. Jetzt muss ich schnell die Frage lesen, Entschuldigung. Ich muss Ihnen sagen, was ich lese. Sie können das ja nicht herausfinden, Entschuldigung. Frage zu den Mietzinskosten und Krankenkassenprämien. Hat der monatliche Lohn einen Einfluss auf die Höhe des Anspruchs oder ist hier nur das Vermögen von maximal 30'000 maßgebend? Nein, zweimal Nein, habe ich gesagt zu dieser Frage. Die Mietzinskosten sind unabhängig, ob Sie 100'000 Franken Vermögen haben, 30'000 oder 10'000. Mietzinsmaxima sind Mietzinsmaxima. Und der Lohn, den Sie haben, ist für die Mietzinsmaxima absolut unbedeutend. Der Lohn ist selbstverständlich bedeutend für den Gesamtanspruch der Ergänzungsleistung. Wenn Sie zu viel Lohn haben und mit dem Lohn ohne EL leben können, wird keine EL ausgezahlt. Aber es hat keinen Zusammenhang zu den Mietzinskosten und Krankenkassenprämien. Die werden dann gewährt, wenn man in der Gesamtrechnung in einem Unterschuss ist, also wenn man mehr Ausgaben hat mit Lohn als Einnahmen, ist man Ergänzungsleistungsbezüger und dann werden die Mietzinskosten angerechnet und Krankenkassenprämien angerechnet. Hat indirekten Einfluss, aber direkt überhaupt nicht. Okay, da jetzt nochmal der zweite Punkt, den ich gesagt habe, selbstbewohnte Liegenschaften. Also wenn man eine Liegenschaft hat, ist man ja in der Regel über den 100'000 Franken Vermögen. Es gibt praktisch keine Häuser in der Schweiz, das wäre jetzt ein sehr kümmerliches Häuschen, vielleicht hier im Bündnerland. Ich bin ja hier in Malanz, Bündnerland. Vielleicht gibt es hier so ein Stadeli irgendwo, wo nicht so viel Wert hat. Weiß es nicht, will der Bündner nicht Unrecht tun. Aber eine Liegenschaft kostet immer mehrere 100'000 Franken in der Regel. Dort zieht man dann die Hypotheken ab, die man hat. Und dann gibt es einen Nominalwert, wo einem zugerechnet wird, also der Liegenschaftswert. Und da nimmt man, wenn man selber drin wohnt, den amtlichen Wert, nicht den Verkehrswert, minus die Hypotheken, minus 112'500. Und nur der Rest, der noch bleibt, wird einem das Vermögen angerechnet. Und wie viele Schweizer eine relativ hohe hypothekarische Belastung haben, nur der amtliche Wert genommen wird und die 112'000 wegfallen, kommen viele Häuslebesitzer in die EL, obwohl sie ein Häuschen haben. Und das ist ein Privileg für Häuslebesitzer, muss man ganz klar sagen. Ist aber auch, macht Sinn, jemand, der schon 30 Jahre in einem Häuschen wohnt, im Alter noch rausreißen und in eine teurere Wohnung tun, wo die EL mehr muss zahlen, wäre rein volkswirtschaftlicher Unsinn. Das Gegenstück, das dann kommt, möchte ich jetzt schon sagen, kommt dann am Schluss vom Referat. Die Rückerstattung aus dem Nachlass, die kommt genau wegen dieser Bestimmung. Wie der Häuslebesitzer jetzt in seinem Häuschen darf bleiben und den EL bezieht, müssen seine Erben aus dem Nachlass, also wird der Nachlass geschmälert und die Erben bekommen weniger. Sie müssen nichts zurückzahlen, aber sie bekommen weniger. Wie wenn der Mensch, der jetzt hier ein Häuschen hat, kein Häuschen hat, sondern die 300'000 auf dem Konto, die müssen das jetzt schon brauchen. Und der Häuslebesitzer muss es noch nicht brauchen, er kann ein Haus, man kann nicht eine Wand rausreißen und in Migros oder in Coop gehen, mit dieser Wand etwas kaufen. Ein Haus ist ein Haus. Die Hypotheken kann man nicht erhöhen, wenn man EL-Bezüger ist, da hat man zu wenig Sicherheit. Also ist es ein Privileg, dass man das Häuschen behalten darf. Dafür kommt beim Tod gibt's eine Korrektur. Das ist eigentlich eine gute Sache für Häuslebesitzer. Obwohl die meisten, die das betrifft, das ist eine grosse Erfahrung aus der Hotline, die meisten, die das betrifft, sind jetzt recht empört, dass man die Häuslebesitzer bestraft. Man tut sie nicht bestrafen, man tut sie privilegieren.
dass das ein Erbe, das man gerechnet hat, dass das Häuschen von den Eltern bekommt, natürlich anschisst. Entschuldigung, das ist ein wüstes Wort. Wenn die Situation entsteht, das verstand ich. Aber wenn man die Situation anschaut, ist das nicht eine ungerechte Lösung. Aber es ist eine Lösung, die neu ist. Kommt dann nachher noch drauf. Denn der Vermögensverzehr, das ist jetzt der Betrag, ich gehe nochmal hier schnell zurück, wo Sie hier sehen, wenn man über 30'000 Franken Vermögen hat als Allein-EL-Bezüger oder ein Ehepaar über 50'000 Franken Vermögen, dann wird einem das, was darüber raus ist, wenn man im IV-Alter ist, zu einem 15. angerechnet, im AV-Alter zu einem 10. Wenn man im Heim ist, zu einem 5. oder zu einem 10. Dort gibt es kantonale Unterschiede. Jetzt nehmen wir das Heim. Jemand hat 90'000 Franken Vermögen, ist allein und kommt jetzt ins Heim. 30'000 darf er haben. 60'000 kommen im Vermögensverzehr und dort davon ein Fünftel. Ein Fünftel von 60'000 ist 12'000 ungefähr. Ziemlich genau 12'000 mathematisch. Es hilft mir hier niemand im Studio beim Rechnen, leider. Aber 12'000 wird pro Jahr als Einkommen angerechnet. 1'000 Franken pro Monat, bis das Geld auf 30'000 unten ist. Das ist dann relativ schnell verbraucht. Wenn es ein IV-Rentner ist, ist das ein 15, dann geht es dreimal so lang. Dann wäre es 4'000 Franken pro Jahr oder etwa 600 Franken pro Monat. Und darum habe ich ja vorher gesagt, es lohnt sich eigentlich gar nicht, wenn man in die DL kommt, wenn man zu viel Vermögen hat. Und dann muss man es brauchen. Weil DL ist eine subsidiäre Versicherung. DL wird aus Steuergelder zahlt, aus anderen Quellen noch, aber vor allem aus Steuergeldern. Und die soll man nur anzapfen, wenn man nicht aus dem persönlichen Vermögen einen vernünftigen Beitrag leisten kann. Das ist von der Grundausstattung schon richtig. Man soll nicht staatliche Leistungen bekommen und gleichzeitig das Vermögen können horten nebenan. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, EL gibt es nur deshalb, wie IV- und AV-Rente das, was in der Verfassung steht, in der Bundesverfassung nicht erfüllen. Sie sollten nämlich per se die IV-Rente und die AV-Rente sollte für sich allein existenzsichernd sein. Das steht in der Bundesverfassung, die Sie alle hoffentlich kennen. Und das sind sie nicht. Die maximale IV-Rente ist 2300, bin ich gar nicht sicher, der neue Ansatz, 90, 60, 80, 2340. Und mit dem kann man nicht leben. Denken Sie, Sie müssen Krankenkassen zahlen, Sie müssen Miete zahlen, müssen noch etwas zu essen kaufen mit 2,43. Unmöglich. Unmöglich. Und darum gibt es Ergänzungsleistungen, um die Existenzsicherung zu machen. Und bei der IV-Rente spielt es keine Rolle. IV-Rente bekommen alle. AV-Rente bekommen auch alle. Auch Bundesräte bekommen eine AV-Rente. Ob man sie braucht oder nicht, das ist eine Versicherungsleistung, die man sich selber mit dem Beitrag, den man gezahlt hat, erwirtschaftet hat. Alle, die arbeiten, also alle, die erwerblich arbeiten und alle, die daheim arbeiten, als Mutter oder Hausfrau, zahlen in der AV. Mutter und Hausfrau auch mit Erziehungsgutschriften und so weiter. Alle beteiligen sich an den Prämien und sollen das bekommen, was sie zu gut haben. Darum ist das unabhängig vom Vermögen. Die Ergänzungsleistung als Ersatzleistung ist aber vermögensabhängig. Jetzt ist unter dem Titel Vermögensverzicht eine neue Regelung drin, nämlich der Vermögensverbrauch. Und zwar als übermäßiger Vermögensverzicht. Und anfangen möchte ich aber mit dem grundsätzlichen altrechtlichen Vermögensverzicht, der oben steht. Das gibt es heute schon, obwohl viele Leute, die uns anrufen, in der Hotline sagen, das kann ja nicht sein. Ich mache Ihnen ein Rechnungsbeispiel. Frau Huber hat ein Haus gehabt, das 500'000 wert ist, einfach als Beispiel. Die Hypotheken sind schon abgezogen, 500'000 wert ist und verschenkt das ihren Kindern. Das hat sie vor 20 Jahren ihre zwei Kinder verschenkt, hat gesagt, hört, das Haus ist da, wenn mir später mal etwas passiert, ist das schon bei euch. Und Frau Huber läutet mir an, das ist passiert, die hat anders geheissen, und sagt, Herr Bolzhauser, das ist länger als 10 Jahre, das ist verjährt. Und ich muss ihr sagen, sorry, Frau Huber, das ist nicht verjährt. Verjähren
kann, sage ich jetzt als Anwalt, nur eine Forderung. Und eine Schenkung kann nicht verjähren. Die Schenkung war vor 20 Jahren. Sie haben vor 20 Jahren 500'000 Franken den Verkehrswert vom Haus den Kindern verschenkt und keinen Gegenwert bekommen. Dann wird ihnen das angerechnet. 500'000. Und jedes Jahr, das seither durch ist, wird der Betrag um 10'000 Franken reduziert. Jetzt sind 20 Jahre rum. Da sind 200'000 Franken bereits amortisiert. Und 300'000 Franken kommen noch Ihnen als sogenanntes Verzichtsvermögen in die Rechnung. Und die Frau Huber ist jetzt im Heim. Und ein Fünftel von ihrem Vermögen wird ihr als Vermögensverzehr angerechnet. Und ein Fünftel von 300'000 ist 60'000, wenn ich richtig rechne. 60'000 Franken kommen ihr in diesem Beispiel in die Rechnung, jetzt noch. 60'000 Franken, das sind 5'000 Franken pro Monat. Das wird ihr in der Ehe angerechnet. Die 60'000 hat sie ja nicht. Das heisst, die Frau Huber muss jetzt aufs kantonale, regionale Gemeindesozialamt. Und ich sage, ja nein, aber das kann doch nicht sein. Sie haben ja ihr Vermögen verschüttet. Das geht ja nicht. Und jetzt zahlt die EL nicht. Und jetzt müssen wir hier eingreifen. Also wird das Sozialamt probieren, es gibt kantonale Sozialhilfegesetz, wenn das Sozialhilfegesetz das zulässt, über Verwandtenunterstützung, das ist möglich, bei den Erben, bei den beiden Kindern, wenn sie noch begünstigt sind, wenn sie nicht schon Konkurs gegangen sind, weiss nicht, noch leben, über die Verwandtenunterstützung dort können sie Geld holen. Das ist der Worst Case, das muss nicht so sein. Es ist auch nicht immer 500'000 Schenkung. Wenn man jetzt 10'000 der Tochter gibt auf die Hochzeit, dann wäre das ein Jahr später amortisiert, 10'000 pro Jahr. Ist, wenn sie drei Kinder haben, sie geben jedem Kind 10'000, dann ist das 30'000, dann braucht es drei Jahre. Es ist also nicht pro Schenkung, sondern es ist Vermögensübertragung, die sie machen. Das ist vielen Leuten nicht bewusst und sagen, das kann doch nicht sein, das ist eine Schweinerei. Und das muss man sich überlegen, wenn man ein Haus will verschenken, einen grösseren Vermögenswert. Das ist meistens der Klassiker, das Haus. Wir haben wirklich viele Anfragen gehabt in dieser Hotline. Auch ein Beispiel, eine Frau, die mir gesagt hat, ich habe zwei Neffen, nicht einmal eigene Kinder, und ich habe ein Grundstück und das hat einen Verkehrswert von 250'000 Franken und ich möchte das Grundstück den beiden Neffen gratis schenken, gratis zur Verfügung stellen, damit sie auf dem Grundstück, wo Bauland ist, etwas bauen können. Und ich habe eine Rente von der IV, von der AV, eine von der Pensionskasse, die mir reicht zum Leben. Ich brauche das Geld nicht, ich gebe das doch diesen jungen Leuten. Ich habe gesagt, das ist an sich eine super sympathische Geste. Aber was passiert, wenn sie ins Heim kommen? Dann langen ihnen die 5'000 Franken Einkommen nie an. Dann werden sie Ergänzungsleistungsbezügerin, mit grosser Wahrscheinlichkeit. Wenn sie nicht ins Heim kommen und noch daheim wohnen mit Spitex, könnte das auch passieren. Aber vor allem, wenn sie ins Heim kommen. Dann geht man schauen, dann haben sie die 250'000 verschenkt. Das heisst, wenn sie das jetzt machen wollen, sie das jetzt machen, letztes Jahr im November, dann geht das 25 Jahre, die Frau ist irgendwie 70, das geht 25 Jahre, bis das amortisiert ist. Also mit 95 würde ihnen das in der Regel nicht mehr angerechnet. 95 ist ein stattliches Alter. Und wenn sie ins Heim kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das vorher ist. Ich habe gesagt, machen Sie das nicht, oder machen Sie Sicherung, machen Sie das als Darlehen, wo Sie könnten zurückzahlen, aber geben Sie das nicht einfach weg. Oder machen Sie das bewusst im Wissen, was Sie in Kauf nehmen. Die Frau ist, was sie gemacht hat, weiß ich nicht, es war ein Hotline-Gespräch. Aber wenn sie es jetzt macht, macht sie es mindestens im Wissen, was die Konsequenz sein könnte. Und dann gibt es Selbstbestimmungsrecht. Aber viele Leute machen das nicht und verschenken es einfach und kommen mit dem Satz, eben, es ist verjährt und ich weiss es. Und der hat gesagt, und die haben gesagt, du musst. Was man theoretisch machen kann, wenn man ganz junge Kinder hat und selber ganz jung ist und schon ein Haus hat, kann man das Haus natürlich bereits dann den gerade erst geborenen Kindern schenken, theoretisch, bis man dann ins Heim kommt, ist es vielleicht amortisiert. Aber wenn die Kinder Freunde, Freundinnen haben und die an einem Tag irgendwie sagen, schau zusammen, wir brauchen das Haus jetzt für uns,
Ich meine, das ist nicht sinnvoll. Es kann auch nicht ein Zweijähriger auf die Bank gehen und sagen, ich möchte gerne eine hypothekarische Erhöhung. Also das ist nicht sinnvoll. Und es ist eine Optimierung in die falsche Richtung. Es gibt aber so Beispiele, Leute, die das fragen. Da empfehlen wir nicht. Was wir auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie ein Haus wollen, verschenken oder wenn Sie Bargeld in einem grösseren Umfang wollen, schenken wollen, dann gehen Sie zuerst bitte in eine Beratung, damit Sie sicher sind, was im Worst Case das Risiko kann sein. Es will kein Mensch in ein Heim im Alter. Aber es ist nicht in unserer Macht oder in unserem Einflussbereich, ob wir trotzdem ins Heim kommen. Und wenn man ins Heim kommt, ist die Chance riesig, dass es ein grosses Problem gibt. Das ist bereits jetzt Regelung. Was jetzt neu kommt, noch wie ein Dessert drauf, ist, dass unter dem Titel Vermögensverzicht auch der sogenannte übermäßige Vermögensverbrauch kontrolliert wird. Einleitend in diesem Referat habe ich gesagt, ich finde das, ich persönlich, stand ich dazu, finde ich eine unsinnige Bestimmung, wie unsinniger Vermögensverbrauch ist bereits heute angerechnet worden. Also wenn man auf Monaco ist, Pensionskasse auszahlen auf Monaco ist und im Spielcasino, es kann auch jemand anders sein, im Spielcasino, in einem oben das ganze Geld durchgelassen hat, ist einem das auch heute, also im Alterrecht, schon angerechnet worden. Aber wie man ja, es ist eine Art Kollektivstrafe, nenne ich das, wie man gefunden hat, man muss die Vermögensverschiebungen besser kontrollieren, macht man das. Wir hätten eigentlich gerne ein Referendum gemacht gegen diese Bestimmung, aber wir können nicht am Bahnhof stehen und sagen, finden Sie auch, dass der übermäßige Vermögensverbrauch in der EL nicht gut ist und unterschreiben Sie bitte das Referendum. 9,5 von 10 Leuten wären an mir vorbeigelaufen und hätten gesagt, es geht mir nicht an. Ich bin nicht EL-Bezüger. Ich habe keine IV-Rente. Und wenn ich anfange, habe ich eine gute Pensionskasse. Interessiert mich nicht. Sie haben aber vielleicht nicht daran gedacht, dass Sie mal selber eben ins Heim kommen könnten. Neu ist jetzt so, der IV-Rentner muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Der IV-Rentner hat in der Regel zwei Vermögen, dass er hier in eine Problematik hineinkommt. Die problematischste Situation ist bei AV-Rentnern. Der zukünftige AV-Rentner, der 65 wird als Mann, 64 als Frau, wird in Zukunft kontrolliert, was er in den letzten 10 Jahren vor der AV-Rente an Geld ausgeht. Wenn er mit 65 oder 64 EL-Bezüger wird, Geldverbrauch, er wird EL-Bezüger, wenn er ins Heim muss und so, dann schaut man 10 Jahre zurück. Maximal bis zum 01.01.2021. Das heisst, jetzt kann die EL erst einen Monat zurückschauen. Erst am 31.12.2030 kann man das erste Mal 10 Jahre zurückschauen. Aber alle, die jetzt zwischen 54 Frauen und 55 Männer sind und zu viel Geld ausgeben, kommen unter Umständen an die Kasse in 10 Jahren, wenn sie ins Heim gehen. Und das ist eine Lebensführungskontrolle. Das ist gibt einen unsinnigen Aufwand. Jetzt gibt es Regelungen, um es ein bisschen abzufedern. Man darf 10% vom Geld, das man hat, darf man verbrauchen, ohne dass man das belegen muss. Also 10%, wenn Sie 500'000 haben, dürfen Sie 50'000 verbrauchen, ohne dass Sie mir begründen, für was. Wenn Sie 51'000 verbrauchen, müssen Sie begründen, wieso Sie diese 1'000 zusätzlich ausgeben. Das heisst, Sie müssten, um das im Fall der Fälle zu kontrollieren, müssten Sie ein Zimmer mieten oder mindestens eine grosse Schachtel sich anschaffen, wo Sie all die Zettel reintun, von den grossen Ausgaben, damit Sie das belegen können. Und dann sage ich immer, ich kenne das, wenn ich einmal eine Spesenrechnung machen kann bei Brokab, und dann haben Sie die Zettel von der Migros oder dem Coop oder von einem Restaurant. Und wenn Sie die ja zu lang eben nicht in einer dunklen Schachtel haben, 2-3 Jahre nicht mehr liegen lassen, dann nützt Ihnen der Beleg nichts mehr, weil Sie nämlich nichts mehr sehen auf dem Beleg. Also müssen Sie es eigentlich noch digital abfotografieren und noch ein digitales Register machen von Ihren jährlichen Ausgaben. Das macht ja kein Mensch eigentlich. Die übermäßige Vermögensverbrauch, ich mache Ihnen noch zwei Beispiele, wo es tatsächlich passieren könnte. Das ist der Beizer, der jetzt ja schon in der Corona-Krise sehr stark belastet ist. Und der Bauer. Der Bauer und der Beizer gehen in der Regel, während sie arbeiten, auf dem Bauernhof oder in der Beiz, fast nicht in die Ferien. Und der Beizer schafft es jetzt, Beiz abzugeben,
sie funktioniert noch. Und sagt seiner Frau, jetzt holen wir die Ferien nach und gehen 6 Monate auf eine Weltreise. Und die kostet 70'000 Franken. Der wird mit diesen 70'000 Franken wahrscheinlich mehr als 10% von seinem Vermögen ausgeben. Und jetzt hat er Pech und kriegt gerade, wenn er zurückkommt, einen Schlaganfall und muss ins Heim. Dann hat er ein Problem. Und dann frage ich Sie jetzt hier und jetzt, frage ich jeden Mensch, ist das gerecht? Nein, das ist nicht gerecht. Der hat das verdient, der hat jahrelang keine rechte Ferien gemacht und muss jetzt wegen so einer Bestimmung jetzt bluten. Das ist sicher ein spezielles Beispiel. Gut, wenigstens ist es, dass in der Wegleitung, im Kreisschreiben über die Ergänzungsleistungen steht, wenn jemand wie viel man darf ausgeben, man ist ja nicht in der Real, man hat jetzt 500'000 Franken Vermögen, man schaut, wie viel hat man ausgegeben. Und da gibt es so Grenzwerte, also es ist nicht nur 10% vom Vermögen, sondern man muss ja, wenn man Krankenkasse, Miete zahlt und einen normalen Lebensunterhalt, geht man bei einer Einzelperson ungefähr davon aus, dass sie etwa 70'000 Franken pro Jahr ausgibt, ohne dass sie auf grossem Fuß lebt. Also 70'000 Franken, es gibt so eine spezielle, recht komplizierte Berechnung, wird dann konkret nicht angerechnet. Das heisst, das federt jetzt ein bisschen ab. Man muss nicht Angst haben, wenn man 110'000 Franken hat, dürfte man ja nur 11'000 ausgeben. Miete, Krankenkasse, Lebenskosten, unmöglich. Das sind dann die 70'000. Aber man kauft sich jetzt noch eine Reise auf Australien oder ein Auto, wie man das will. Oder ein teures Mountainbike, was auch immer, was oben raus spielt und dann kann das eine Konsequenz haben. Ich finde die Bestimmung unsinnig pragmatisch, weil es eine riesen Überprüfung gibt. Es gibt eine Rücküberprüfung auf 10 Jahre im konkreten Fall. Das ist für die Ausgleichskasse nicht lustig. Es ist für die Betroffenen nicht lustig. Es ist für die, die 54 und 55 sind, vor allem nicht lustig, weil sie in der Regel gar nicht wissen, dass sie das jetzt schon betrifft. Als ich an der Espresso-Radiosendung gesagt habe, das betrifft die Leute, haben ganz viele Leute angerufen und haben gesagt, das schockiert mich. Dass ich mit der Ehe etwas zu tun habe. Ich habe ja, bin 56, muss ich jetzt schauen, was ich ausgebe. Und ich sage, wenn Sie vorsichtig sind, müssten Sie jetzt anfangen, eine Buchhaltung machen. Für den Fall, wenn Sie in die Ehe kommen. Wenn Sie nicht in die Ehe kommen, müssen Sie nicht. Das ist eine vorsorgliche Massnahme. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und sobald man eine grössere Menschenmenge anspricht, die es betrifft, nicht nur Menschen, die behindert sind, nicht nur Menschen, die schon im Anfallalter sind, ist plötzlich der Aufschrei grösser. Und vielleicht lenkt der Aufschrei, um das auch wieder zu canceln. Also ich wäre sofort dabei, das wieder zu canceln. Ich denke, die alte gesetzliche Regelung ist pragmatischer gewesen, hat die überschiessenden Ausgaben von Leuten, die wirklich das Geld rausgehen, genügend eingerechnet. Das hat es. Das ist nicht nötig. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass der Gesetzgeber sich nicht im Detail bewusst war, was das heisst. Beruhigung wieder für viele Menschen mit Behinderung, die hier vielleicht auch zuhören oder Mitglieder von ProCap. Ich denke, der klassische IV-Rentner wird von dem in der Praxis nicht gross etwas spüren. Das ist, also, da geht es schon um Leute, die dann noch mehr Vermögen haben, aber es gibt eine Gruppe von Leuten, die es zu spüren bekommen, vielleicht, die jetzt nicht wissen, was sie machen, dann können sie auch nicht handeln danach. Also, eine blöde Bestimmung, ich stand dazu. Eine Bestimmung, die einfach ist, die nicht so schlimm ist, ist schade, es ist auch ein Rückschritt. Bis jetzt ist das Erwerbseinkommen von Ehegatten zu 2/3 angerechnet worden. Also das Erwerbseinkommen wird ja angerechnet, wo der Versicherte hat, der Ergänzungsleistungsbezüger, und der Ehegatte, den er hat, hat auch ein Erwerbseinkommen, und das hat man auch zu 2/3 angerechnet, das sind 66%. Und jetzt wird es zu 80% angerechnet, also 14% mehr. Ist eine Sparmaßnahme. Aber wenn der Ehegatte ein Erwerbseinkommen hat, 14% werden angerechnet, es ist nicht matchentscheidend. Und darum ist das ein Punkt, wo man auf unserer Seite gesagt hat, da haben wir keine Freude, aber das ist, mit dem kann man leben. Wir können nicht bei jeder Bestimmung sagen, wir sind dagegen, haben wir natürlich geschrieben in der Vernehmlassung und in der politischen Arbeit, aber wir leben in einer direkten Demokratie und die Parlamentarier, die das entschieden haben, haben wir gewählt und das ist unser System. Und wenn das so ist und wir haben kein Referendum gemacht, dann haben wir alle dazu mitgetragen, dass das
Gesetz heute so gilt. Wir haben den grossen Vorteil in der Schweiz, dass wir uns wehren können. Und wenn wir es nicht machen, ist das Resultat. Das ist aber jetzt nicht eine wahnsinnig schlimme Lösung. Jetzt komme ich schon bald zum Ende. Weitere Änderungen sind DL-Mindesthöhe. Da geht es um Prämienverbilligung. Also man ist eigentlich ganz knapp nicht in der EL und kann dann eine kantonale Prämienverbilligung aber Geld machen und kommt dann mit dem wieder in die EL. Das ist eigentlich etwas Gutes. Und wenn man dann in der EL ist, kann man mit der EL auch Krankheitskosten abrechnen, der Zahnarzt zahlen und so. Das ist eine Regelung, die okay ist. Sehr technisch. Rückerstattung, das ist das Thema, das ich schon erwähnt habe, wo eigentlich aus dem Privileg herauskommt, dass Häuslebesitzer nicht das Haus verkaufen, sondern im Haus leben dürfen. Wenn der Häuslebesitzer aber stirbt und EL-Bezüger ist, darf die EL gegenüber dem Nachlass, nicht gegenüber den Erben, gegenüber dem Nachlass, wo den Erben natürlich bekommen, eine Rückerstattung verlangen bis auf 40'000 Franken. Das heisst, je länger der Vater oder die Mutter in einem Heim ist, desto kleiner wird das Erbe. Und dann hat man am Schluss 40'000 hat man auf sicher. Oder natürlich mehr, wenn man im Heim ist und relativ schnell stirbt oder wieder aus dem Heim raus kann, hat man weniger EL bezogen, aber die EL darf bis maximal 40'000 Franken auf das Erbe greifen. Und wenn das Erbe hauptsächlich aus einem Haus besteht, heisst das, dass die Erbe, die Kinder, das Häuschen von Papi und Mami nicht einfach bekommen, sondern der EL das Geld zurückzahlen müssen, also das Häuschen quasi kaufen. Und ohne EL oder nach altem Recht hätten sie es einfach bekommen. Das ist schon eine Änderung. Wenn man das aber nicht so im Parlament beschlossen hat, wäre die andere Regelung gewesen, dass der Häuslebesitzer von Anfang an, wenn er in die EL kommt, genötigt wird, das Haus zu verkaufen, zu versilbern und das Geld hat man dann im Vermögensverzehr können umwandeln. Und das hat man ja nicht wollen, damit zum Beispiel der Mann ist im Heim, die Frau kann, die betagte Frau kann noch daheim leben, zu Hause, der Mann ist im Altersheim, dann soll die ältere Frau noch im Häuschen leben und muss nicht, dann muss man noch nicht, wird noch nicht angerechnet bei der EL. Wenn sie stirbt, kommt aber die Rechnung verspätet. Und das führt natürlich dazu, dass man in einer Familienkonstellation, wo die Kinder sagen, das Haus von unseren Eltern wollen wir einmal, sie können das haben. Unter Umständen, je nach EL-Bezug von den Eltern, müssen sie das Haus teilweise wieder kaufen und gegen es nicht vererbt. Das ist eine Situation, die grundsätzlich richtig ist, aus der Subsidiarität heraus, wo natürlich aber die Leute im konkreten Fall verrückt macht. Man denkt, jetzt kriege ich das Haus und möchte das. Und nicht jeder Erbe hat die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Und dann ist das Haus weg, obwohl man es immer wollte. Wenn man Kinder hat, die das Haus eh nicht wollen, ist das weniger schlimm vom Haus. Vom Haus hat auch immer einen emotionalen Wert natürlich. Aber es ist eine Regelung, wo ich merke, wo aufwühlt und wo viele Fragen kommen. Dort kommen vor allem die Erben, die jüngeren Leute, also die zweite Generation unterhalb von den EL-Bezügen, die fragen, ja, wie ist denn das, wenn meine Mutter jetzt stirbt, muss ich jetzt zurückzahlen? Es gibt auch Leute, die Angst haben und sagen, muss ich noch zusätzlich aus meinem Vermögen zurückzahlen? Nein, müssen sie nicht. Der Nachlass wird reduziert bis 40'000. Sie kriegen wenig, aber sie müssen nicht etwas aus ihrem eigenen Geld zurückzahlen. Da. Wenn sie natürlich das Haus geschenkt bekommen, in dem Beispiel, das ich vorher gesagt habe, und über die Sozialhilfe eine Rückforderung kommt, dann müssen sie über die Verwandtenunterstützung aus dem eigenen Geld etwas zahlen, wenn sie noch vermögend sind. Das ist eine Regelung, wo noch viel zu diskutieren gibt. Eben, ich habe ja gesagt, wir werden diese Woche oder nächste Woche wird die Espresso-Sendung kommen am Morgen und dort ist es auch ein Thema und ich gehe davon aus, dass das nochmal ein bisschen aufriert. Mir ist an sich, ich finde es gut, wenn das aufwühlt. Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, was die Situation ist, was die gesetzliche Situation ist und wie man allenfalls damit umgehen kann. Wenn jetzt ein Kind beispielsweise das Haus aus emotionalen Gründen unbedingt will, dann können die Eltern zu Lebzeiten dem Kind das Haus verkaufen. Dann ist das Haus als Substrat beim Kind. Und das Geld
bei den Eltern. Da muss man aber aufpassen, viele so Übertragungen werden dann noch begleitet mit einem Wohnrecht, das man einträgt, im Grundbuch vielleicht noch. Und wenn man in die EL kommt und ein Wohnrecht hat, wo man im Grundbuch einträgt, dann wird das Wohnrecht kapitalisiert und in der EL angerechnet. Also alles zusammengefasst, wenn es um Hausverkauf, Hausverschenkung geht, rote ich Ihnen, gehen Sie in eine Beratung. Ist absolut gut. Und wenn Sie auf einer Beratung sind bei einem Treuhänder oder bei einem Bankmensch, nichts gegen die, die machen eine gute Beratung, aber die ist nicht häufig in der EL nicht richtig abgesichert. Das sind Beratungen vom steuerlichen Vorteil und anderen Vorteil, erbrechtliche vielleicht noch. Aber da geht es um die EL. Und der Banker und der Treuhänder sind in aller Regel, gibt es selbstverständlich Ausnahmen, nicht spezialisiert für EL-Fragen. Darum klären Sie das ab, nur wissen Sie, was auf Sie zukommt. Und nur wenn man weiß, was auf einem zukommt, kann man entsprechend handeln. Das ist mir wichtig. Der letzte Punkt hier, Personen über 58, wo gekündet wird. Das ist eine relativ dramatische Situation, wo wir viele in der Beratung erleben, bei Brockhaus, im Rechtsdienst. Jetzt gerade, wir werden das aktuell und vor allem im laufenden Jahr wahrscheinlich vermehrt erleben. Wir laufen auf eine Situation zu, wegen Corona, wo wir ganz viele Betriebe haben, wo Kündigungen aussprechen. Die betreffen gesunde Menschen mit Behinderung, Menschen im Alter. Sie betreffen alle, aber ein junger 24-, 30-Jähriger hat eine Chance, sein Leben nochmal umzukrempeln, eine Umschulung zu machen, eine Weiterbildung. Jemand mit 58 oder 60 hat keine Chance mehr für eine Umwälzung in seinem beruflichen, in der Karriere. Der ist so kurz vor der Pensionierung. Und wenn einem gekündigt wird, kriegt man von der Pensionskasse eine Freizügigkeitsleistung. Das, was man eingezahlt hat, plus der Arbeitgeberanteil, plus ein Zins, wird einem aufs Konto gelegt. Das ist dort gesperrt, bis man ins AV-Alter kommt. Und dann wird einem das Kapital ausgezahlt. Und dann hat man eine AV-Rente und ein Kapital. Und wenn man ein Kapital hat, muss man selber rechnen, wie man das Kapital verbraucht, wie alt man wird. Wenn man eine Rente hat, wenn man bis 65 als Mann, bis 64 als Frau arbeitet, bekommt man im AV-Alter eine Rente und die bekommt man monatlich, solange man lebt. Wenn man mit 66 stirbt, hat man Pech gehabt. Dann gibt es vielleicht noch Witwe oder Witwerleistungen für den Ehegatten. Dann hat man, aber bis man gestorben ist, hat man die Rente gehabt. Wenn man 100 Jahre alt wird, kriegt man die Rente bis 100. Aber dass man das Kapital so aufteilt, dass es bis 100 im Extremfall gut aufteilt ist, das ist eher schlecht. Darum gibt es hier eine sehr, sehr gute Bestimmung, dass wenn man 58 oder älter ist, BVG-Versicherung weiterführen kann, entweder mit Prämie oder prämiefrei, dass man sich eine Altersrente von der Pensionskasse sichert und wegen dem vielleicht nicht in die EL muss. Vorbehaltlich, dass man nicht in ein Heim muss. Das ist eine gute Bestimmung. Wir müssen noch schauen, wie die läuft in der Praxis, ob das dann wirklich proaktiv von den Versicherungen angeboten wird oder ob man da selber draufkommen muss. Meine Befürchtung ist immer ein bisschen, dass man dann selber draufkommen muss und dann sagt, ja nein, das will ich nicht. Oder wenn ich da noch Prämie zahlen muss und ich habe jetzt den Job verloren, möchte ich nicht. Oder viele Leute, ganz viele Leute, die ich kenne, sagen, ist doch kein Problem, ich habe eine Freizügigkeitsleistung und wenn ich 64, 65 bin, kriege ich aus meinem Freizügigkeitskonto eine Rente. Sie kriegen keine Rente, sie kriegen nur das Kapital ausgezahlt. Und das ist ein Unterschied. Also, das ist jetzt wirklich eine von den sehr, sehr guten Bestimmungen in dieser EL-Reform. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass ProCap ja für Menschen mit Behinderung eine Pensionierungsberatung anbietet. Also wenn jemand jetzt in diesem Alter ist und sagt, wie sieht das aus, wenn ich ins AV-Alter komme, was kann ich mitnehmen, wo muss ich, kann ich auch Gelder gestaffelt auszahlen, ich habe noch eine dritte Säule, kann ich meine Hilfsmittel mitnehmen, die ich von der IV bekomme. Für das machen wir eine spezifische Pensionierungsberatung, die normalerweise im Rahmen der Sprechstunden, die wir Anwälte in der ganzen Schweiz haben, hier ja auch in Chur anbieten, zusammen mit den Sozialversicherungsberatungen vor Ort. Also nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich beraten zu lassen. Jetzt die letzte Folie, Übergangsbestimmungen. Das habe ich schon erwähnt. Das ist auch etwas Gutes. Bezügerinnen, Bezüger von EL, die mit der Neuregelung einen tieferen Betrag haben, kriegen
während maximal 3 Jahren, das wird jedes Jahr überprüft, Jahr für Jahr, kriegen sie noch DL nach altem Recht. Und DL nach altem Recht wird so gerechnet, dass zum Beispiel die Rente wird auf den heutigen Betrag hochgerechnet, der Lebensbedarf, aber zum Beispiel gerade bei der Krankenkasse wird immer noch Durchschnittsprämie gerechnet. Also es wird einige Leute geben, die in den nächsten 3 Jahren jetzt noch profitieren von der alten EL-Berechnung. Was aber wichtig ist, am 31.12.2023 ist der letzte Tag, wo das gilt. Und am 1.1.2024 gilt für alle nur noch das neue Recht. Und da ist jetzt wichtig, dass Leute, die einen sehr grossen Unterschied haben zwischen alter und neuer Berechnung, jetzt überlegen, was kann ich auf 1.1.2024 neu machen. Und nicht einfach, was man gerne macht, dass Mensch aufs Kanapé liegt und sagt, komm, was wolle, ich schaue es dann an, wenn es soweit ist. Am 1.1.2024 ist es spät. Wenn Sie die Wohnform ändern, haben Sie jetzt ein bisschen Zeit, zu überlegen, gibt es eine Alternative oder kann ich mir auch mit dem neuen Recht die Wohnung so noch leisten, gerade in der Wohngemeinschaft. Das sollte man jetzt anschauen, auch hier, mein Aufforderung oder unser Angebot von ProCap, kommen Sie mit so Fragen jetzt. Wir schauen das auch schon jetzt an, auf 24, auch wenn es noch lang ist. Wenn man die Wohnform ändern muss, hat man das nicht in 3 Monaten gemacht. Kommen Sie rechtzeitig, dass wir das können anschauen können. Eine spezifische Sache noch, wenn es gibt Ergänzungsleistungsberechnungen, die genau auf den gleichen Franken kommen. Man hat 13.375 Franken EL nach altem Recht und nach neuem Recht, obwohl die Zahlen anders sind, kommt man genau auf den exakt gleichen Betrag. Dann gilt auch das neue Recht. Also das alte Recht gilt einfach dann, wenn es besser ist, wenn es genau gleich ist. Ich habe das einmal gehabt, dann gilt auch das neue Recht. Neue Recht, wo dann auch die 100.000 drin sind. Also wenn man zum Beispiel, wenn jetzt jemand 150.000 Franken Vermögen hat, bleibt er jetzt in der EL, wenn er 150 hat, muss aber schauen, dass er auf 1.1.24, wenn immer möglich, unter diesen 100.000 ist. Sonst spickt es ihn dann einfach in der Nacht zwischen dem 31.12.23 und dem 1.1.24, wenn man mit dem Champagner anstoßt, verliert man die EL-Berechtigung. Das ist wichtig, wenn es so ist, dass man es weiss, dass man dann weiss, ich muss jetzt halt 3 Monate bis März 2024 mein Geld ausgeben, wenn ich keine EL mehr habe. Und dann kann ich vielleicht im April, im Mai 2024, wenn auch immer, wenn ich wieder unter 100.000 bin, wieder anmelden. Ich finde das wichtig, wenn man auf Selbstbestimmungsrecht pocht, dass man sich orientiert, wie sieht meine Situation auch dann aus. Kommen Sie bitte mit diesen Fragen. Ich wünsche mir, dass Sie das schon interessiert, wie das aussieht dann. Der zweite Punkt, Regelung zur Rückerstattung. Das ist mindestens etwas Gutes, die Rückerstattung aus der Erbschaft. Das gilt nur für Ergänzungsleistungen, die jetzt die Eltern haben, im Beispiel ab 1.1.21. Also es gibt keine Rückerstattung für EL, die man bezogen hat, vom Dezember 20 rückwirkend. Das ist Altersrecht, da gibt es keine Vorwirkung. Und auch der Vermögensverbrauch, das habe ich schon gesagt, geht nur auf Verbrauchsaktivitäten zurück, auf 1.1.21 und nicht weiter zurück. Das heisst, man muss erst jetzt Beleg sammeln, Buchhaltung machen, digitalisieren und so weiter, wie ich gesagt habe. Gut, also, wir sind am Ende, also am Ende sind wir nicht, aber wir sind am Ende vom Vortrag. Wir sind ein bisschen zu früh, es ist 9:12, aber ich denke, ich möchte nicht spezifisch verlängern. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben über den Chat, wir machen noch zu, also wir tun hier abbrechen. Sie können aber Mail schreiben an ProCap Grischun. Wenn es Mail sind oder Fragen sind, die den Rechtsdienst betreffen, wird das an uns weitergeleitet. Auch wenn es Fragen sind jetzt aus diesem Vortrag heraus, dann werden die Leute von KUR das an mich weiterleiten. Und ich werde Ihnen eine Antwort geben. Im Moment, diese Woche bin ich in der Ferien und nicht zugänglich. Das haben Ferien so an sich, Gott sei Dank. Und ich werde auch nicht in 24 Stunden können Antwort geben. Wir haben sehr viele Anfragen und bemühen uns, das in einem vernünftigen Zeitpunkt zu machen. Wenn Sie wirklich nicht wissen, was läuft, jetzt ist in meiner EL-Berechnung überhaupt das Problem. Und vielleicht ist es ja gar kein Problem. Dann rufen Sie auch an, kommen Sie vorbei. ProCap ist ja Mitgliederverband. Wenn Sie Mitglied sind bei uns,
kostet das nichts. Wenn Sie noch nicht Mitglied sind, eine Erstberatung kostet auch nichts. Wenn es eine längere Beratung ist, müssen Sie Mitglied werden und eine Eintrittsgebühr zahlen. Wenn Sie Anfangsrentner sind und nicht Mitglied sind bei ProCap, das ist der einzige Punkt, wo wir über die Hotline zwar helfen, aber Anfangsrentner müssen wir nachher weiterweisen an ProSenectute. Einfach, weil wir für das nicht zuständig sind. Aber einfache Fragen sind wir relativ niederschwellig zugänglich. Uns geht es darum, dass Sie in diesem Dschungel, in diesen vielen wichtigen Fragen, in Ihrem konkreten Beispiel, das Sie haben, in Ihrer konkreten Situation, wenn Sie Fragen haben, von uns Antworten bekommen. Gut, dann würde ich mich bedanken bei den Leuten, die hier sind. Ich bedanke mich beim Team, das hier aufgenommen hat und das super gemacht hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Dolmetscherin, Gebärdendolmetscherin. Das ist eine riesige Aufgabe, 2 Stunden lang mit 5-6 Minuten Pause hier Antworten zu geben. Hat wunderbar geklappt und wünsche Ihnen allen einen ganz schönen Abend. Und mir persönlich wünsche ich jetzt eine ganz tolle Ferienwoche. Danke schon vielmals, schönen Abend, adieu miteinander.